Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es wird mal Zeit, dass wir uns wieder mal ein bisschen etwas wissenschaftlicher mit einem Thema auseinandersetzen, und zwar dem lieben Mondholz. Da hatte ich schon vor, inzwischen ist es doch eine Weile her, mal ein bisschen was zu erzählt. Und ich muss gestehen, nachdem mich da ziemlich viel Kritik im Laufe der Zeit ereilt hat, dass das natürlich etwas sehr provokant von mir gewesen ist. Die Thesen, die ich da vertrete, sind heute auch noch richtig. Vielleicht hätte man allerdings doch der Vollständigkeit halber noch ein bisschen ergänzend, ein paar Dinge zu der Pro-Mondholz-Seite, sage ich jetzt mal, ergänzen sollen. So, das ist also nicht ganz auf dem Qualitätsanspruch, den ich heute habe, jetzt nicht mehr, was ich damals erzählt habe, und daher habe ich beschlossen, mache ich jetzt doch mal einen ziemlich wissenschaftlichen Vortrag bzw. ein ziemlich wissenschaftliches Video nochmal zum Thema, wo man das wirklich mal ganz detailliert aufdröselt, und wir nutzen die Gelegenheit, um uns mal um das falsche Verständnis von Wissenschaft, das gerade in Verbindung mit dem Mondholz eben auch auf meinem Kanal relativ häufig in den Kommentaren zu lesen ist, immer noch, ne, habt ihr nichts gelöscht, um uns damit mal ein wenig auseinanderzusetzen. Apropos, ich habe nichts gelöscht. Doch, Beleidigungen schon, aber alles andere nicht. So, folgendes. Mondholz. Wem das nichts sagt, auch dazu setze ich mich kurz hin. Also unter Mondholz verstehen wir Holz, das zu einem bestimmten Termin nach dem forstlichen Mondkalender eingeschlagen wurde. Es gibt historische Überlieferungen verschiedener Art, auch aus verschiedenen Ecken der Welt tatsächlich. Das ist schon an sich eigentlich ein ganz gutes Pro-Mondholz-Argument, das man auch mal genannt haben sollte, der Fairness halber. In denen drin steht, in den historischen Quellen, wann man denn bitte Holz zu schlagen habe, damit es besondere Eigenschaften bekommt. Da gibt es zum Teil sehr detaillierte Anleitungen, die genau sagen, wenn du es so und so viele Tage nach Neumond schlägst, dann hat es die und die Eigenschaft. Wenn du es so und so viele Tage vor Neumond schlägst, hat es die und die Eigenschaft, und so weiter und so weiter. Das ist dahingehend wieder schwierig, so eine Quelle, weil sich dann der geneigte Holzverwender aussuchen muss, welche Eigenschaft von seinem Holz er denn nun haben möchte und wie er den Einschlagtermin dann eben wählt, weil viele Holzeigenschaften, die man eigentlich gerne alle hätte, kriegt man nicht gleichzeitig, weil man immer nur für eine bestimmte Sache, die dann toll ist, eben den korrekten Einschlagtermin wählen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt sämtliche dieser eben entsprechenden vorhandenen historischen Quellen zum Thema Mondholz sich anguckt, dass man dann schon auf einen gewissen Nenner kommt, dass es da bestimmte Dinge gibt, die häufig genannt werden. Und aus diesen Zeiträumen, die öfter genannt werden, kann man dann eben schließen, dass das vielleicht was ist, wo was dran sein könnte. Und das kann man dann eben entsprechend ausprobieren, und dann kann man der Meinung sein und auf versuchen, das nachzuweisen, und zu einem gewissen Teil kann einem das potenziell auch gelingen, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, dass tatsächlich da was dran ist, dass also der Stand des Mondes auf seiner Umlaufbahn zum Zeitpunkt der Holzfällung einen positiven bzw. einen negativen, wenn man das halt eben nicht beachtet oder genau das Gegenteil davon macht, Einfluss auf die Holzeigenschaften eben entsprechend haben kann. So, und respektive, also damit wir mal was haben, worüber wir sprechen können, habe ich mir jetzt ein paar Eigenschaften vom Mondholz eben rausgesucht, über die wir diskutieren, und dann schauen wir uns noch ein bisschen an, wie kann man denn jetzt nun beweisen, ob jetzt nun dieses Mondholz existiert oder nicht. Und dann schauen wir uns ein bisschen den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung zu dem Thema an. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns darüber unterhalten, wie man denn jetzt nun anhand wissenschaftlicher Forschung die Frage, ob Mondholz existiert oder vielleicht oder mit Sicherheit nicht, beantworten kann. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ein gibt es mit Sicherheit nicht, kann man eigentlich nie sagen. Nur weil man etwas nicht durch Forschung nachweisen kann, heißt das nicht zwingend, dass es nicht vorhanden ist. Das bedeutet im Wesentlichen nur,
dass eben nach aktuellen Stand der wissenschaftlichen Analytik und der wissenschaftlichen Möglichkeiten momentan dieses Phänomen nicht nachweisbar ist. Ja? Falsch ist es jetzt, was gerne in den Kommentaren getan wird oder auch in anderen Lebensbereichen gerne mal eben getan wird. Du bist von irgendwas überzeugt, dass es das gibt. Ja? Such dir irgendwas aus, völlig egal. Ja? Die Wissenschaft kann dieses Phänomen, von dem du überzeugt bist, nicht beweisen und findet keinerlei Zusammenhang. Und ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht beweisbar ist, weil es das nicht gibt. So, natürlich, ne, muss man sagen, abschließend Beweisen einer Nicht-Existenz eines Phänomens geht nicht. Ja? Wir können lediglich den Zustand des Versuchs, des Beweises fehlgeschlagen, sozusagen. Diesen Zustand können wir bestenfalls erreichen und das ist dann für einen einigermaßen logisch denkenden Menschen in vielen Situationen gleichbedeutend mit, das entsprechende Phänomen existiert nicht. Aber nur weil eine winzige Möglichkeit bestehen muss, dass das Phänomen doch existiert und wir es nur noch nicht beweisen können, weil wir von der Forschung her noch nicht so weit sind, muss das nicht zwingend dazu führen, dass du, der du an dieses Phänomen jetzt glaubst, ne? Also das ist jetzt keine persönliche Ansprache, das ist nur rhetorisch, dass ich jetzt denjenigen, der da hinter der Kamera hockt, anspreche, ja, und das möge sich bitte jetzt niemand persönlich angegriffen fühlen, aber nur weil du das jetzt glaubst oder nur weil man, um das mal ein bisschen deeskalierend zu formulieren, jetzt glaubt, dass es dieses Phänomen gibt, ist es kein Argument, das Phänomen damit beweisen zu wollen, dass die Wissenschaft es zwar noch nicht entdeckt hat, aber das liegt nur daran, dass es noch nicht beweisbar ist, weil die Wissenschaft noch nicht so weit ist, weil das kann man nicht wissen. Ja? Das heißt, logische Konsequenz wäre eigentlich bei einem nicht bewiesenen Phänomen von dessen Nicht-Existenz auszugehen, weil die Chancen, gerade eben wenn es untersucht ist, die Chancen, dass es nicht existiert, erheblich höher sind, als dass es dann doch existiert. Und ja, es ist schlicht und ergreifend, das kann man natürlich schon so machen, aber es ist dann irrational, wenn man trotzdem von der Existenz des entsprechend widerlegten bzw. Unmöglich zu beweisenden Phänomens ausgeht. Ja? Also, bitte mich nicht falsch verstehen, ja? Es ist irrational im klassischen Sinne der Bedeutung des Wortes irrational. Mehr nicht. Man kann das schon trotzdem machen. Und ich habe viele liebe Leute in meiner Familie, im Freundeskreis etc. pp., die nicht alles rational hinterfragen und bestimmte Dinge glauben, auch wenn die wissenschaftlich eher als Blödsinn anzusehen wären. Das macht die nicht zu schlechten Menschen und das möchte ich gleich zur Deeskalation wirklich nochmal hervorheben. Schwierig wird es halt, wenn man an Dinge glaubt, die gefährlich sind, von wegen ich kann Photosynthese. Zwar hat noch niemand bewiesen, dass ich Photosynthese kann, aber ich bin überzeugt, dass ich Photosynthese kann. Ich esse jetzt nichts mehr. So, und daran sind auch schon Leute gestorben. Das ist dann... Gut, ich als empathieloser, böser Mensch empfinde da leider kein Mitgefühl, aber dumm gelaufen ist es in jedem Fall. Ne? Also das wäre jetzt ein Beispiel, wo man dann mit der Überzeugung, dass man etwas kann, was wissenschaftlich nicht belegbar ist, ein bisschen auf die Fresse fallen könnte. Man muss bei diesem Thema sehr eskalierend, deeskalierend vorgehen, deswegen dauert das eine Weile. So, wir kommen zurück zum Thema. So, heißer Hopsasa. Jetzt, von diesen diversen Eigenschaften, die dem Mondholz nachgesagt werden, eben in den historischen Quellen, die eben davon sprechen, dass man sein Holz nach dem Mondkalender eben einschlagen soll, um diese Eigenschaften zu bekommen, gibt es vier, die vergleichsweise zumindest einigermaßen untersucht wurden und die auch vergleichsweise einfach in eine Hypothese zu überführen sind. So, für die Nichtwissenschaftler unter uns, was man versucht mit einer wissenschaftlichen Arbeit zu klären, ist, ob eine Hypothese, die man vorher aufstellt, stimmt oder eben nicht. Ne? Zum Beispiel, du versuchst mit deiner wissenschaftlichen Arbeit zu klären, ob Holz, das zu dem Mondholzkalendertermin XY, suchen wir uns jetzt halt mal irgendeinen aus, der halt möglichst in sämtlichen Publikationen genannt wird, meinetwegen Neumond, ne?
auf Holz, das bei Neuwohnt geschlagen wurde, signifikant andere Holzeigenschaften, sei es jetzt besser oder schlechter, aufweist als Holz, das zu irgendeinem beliebigen anderen Mondzeitpunkt und um es besser unterscheiden zu können, nehmen wir das genaue Gegenteil von Neumond, nämlich Vollmond, geschlagen wurde. Und dann schaut man sich eben zwei Holzproben an. Eine, die man eben genau bei Vollmond geschlagen hat und eine, die man bei Neumond geschlagen hat. Und die untersucht man, dann guckt man, quillt und schwindet das Mondholz erheblich weniger, um nicht zu sagen, so steht es in der historischen Quelle, fast gar nicht. Beziehungsweise, da steht überhaupt nicht, steht da, quillt und schwindet nicht. Aber ich vermute mal, dass da ein Fast impliziert ist, deswegen habe ich hier noch ein kleines Fast in Klammer hinzugeschrieben. So, ähnliches, wieder aus der historischen Quelle, Mondholz brennt nicht, es wird nur schwarz. So, das heißt, da geht man wieder hin, holt sich korrekt eingeschlagenes Mondholz, holt sich das Gegenteil von korrekt eingeschlagenem Mondholz, zündet beides an und guckt mal, ob Mondholz nicht brennt. Spoiler, Mondholz brennt auch. Gut, aber auch das eine These, die tatsächlich wissenschaftlich untersucht wurde und die so erstmal ganz gut zu untersuchen ist. Und dann gibt es noch die dritte, die ist am spannendsten, weil die ist noch am... Da gibt es tatsächlich, um das auch vorwegzunehmen, ich muss gerade auf mein Gesicht fixieren, den Fokus, weil da gibt es tatsächlich jetzt Untersuchungen zu, was heißt jetzt, die gibt es auch schon länger, die eben eine Vermutung zumindest zulassen, dass es tatsächlich wohl einen Einfluss des Mondes auf Härte und Festigkeit des Holzes geben könnte. So, inwieweit ja, inwieweit nein und wie man das interpretiert, das eben ist der wesentliche Dreh- und Angelpunkt dieses Videos. Und dann haben wir noch gesagt, die Dauerhaftigkeit gegen Fäulnis von Mondholz nimmt auch erheblich zu. Der genaue historische Wortlaut ist, es fault nicht. Punkt. Gar nicht, quasi. Gut. Jetzt einfach mal von der Logik her, einfach mal von so ein bisschen basis-holzwissenschaftlichem Wissen ausgehend. Als Holzwissenschaftler, der ich zumindest auf dem Papier auch bin. Also nicht nur auf dem Papier, sondern auch von der Ausbildung her. Und ich habe das alles gelernt. Ist nicht mein bestes Fach, gebe ich zu, aber habe ich mal gelernt. So, quellt und schwindet nicht. So, das heißt, quellen und schwinden, was ist das? Quellen und Schwinden ist die Volumenzunahme bzw. also Quellen bzw. Abnahme, Schwinden von Holz bei Wassereinlagerung, Quellen bzw. bei weiterer Austrocknung, Schwinden. Denn Holz besteht aus unter anderem Zellulosefasern und die haben die Eigenschaft, dass sie untereinander, zwischeneinander Wasserstoffbrücken ausbilden können. Und diese sind variabel, beziehungsweise die können auch zum Teil abgebaut werden. Ja? Außerdem gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie eben in der Holzfaser sich Wasser anreichern kann. Und wenn da Wasser drin ist, dann führt das halt dazu, dass das Holz etwas im Volumen sich ausdehnt. Das weiß jeder, der sich mal versucht hat, eine Stammscheibe oder eine Astscheibe im Wald von irgendeinem Stück Holz abzusägen und gemeint, das nimmt er jetzt als Kaffeetassenuntersetzer von mir aus mit nach Hause. Hat doch bestimmt viele von uns schon mal gemacht. Sieht schön aus, so eine Stammscheibe bzw. Astscheibe, und legt man sich daheim hin und freut sich, dass man jetzt einen super tollen Kaffeeuntersetzer hat. Und wenn man 3, 4, 5 Tage später sich das Ding wieder anguckt, hat es plötzlich einen Riss. Warum? Ja, weil das Holz getrocknet ist und dann schwindet es und dann reißt es, weil die Fasern wirklich deutlich an Volumen eben entsprechend einbüßen. Quellen und Schwinden ist ein recht gut untersuchter Prozess, den man holzwissenschaftlich eigentlich sehr gut beschrieben hat, denkt man zumindest. Ja, müsste abzusehen sein, dass da vielleicht eventuell noch irgendwelche Revolutionen aus der Wissenschaft irgendwann mal auftreten könnten, aber momentan ist man sich da eigentlich relativ sicher, dass man das einigermaßen gut verstanden hat, wie das funktioniert. Einigermaßen, ja? Nur einigermaßen. So, und welchen Einfluss könnte jetzt der Mond auf Quell- und Schwindverhalten des Holzes haben? Also auf die Einlagerung bzw. die Austrocknung von Holzfasern. Welchen Einfluss hat denn der Mond überhaupt auf die Erde? Wie kann er Einfluss ausüben? Gut, er reflektiert nachts einen gewissen Anteil vom Sonnenlicht zurück in Richtung Erde, weshalb der Mond halt eben entsprechend leuchtet.
Das heißt, eine potenziell irgendwie vorhandene recht geringe Lichtstrahlung geht von ihm aus und das könnte einen Einfluss haben. Hat eine sehr, sehr, sehr geringe Lichtstrahlung Einfluss auf Quellen und Schwinden? Gibt es da in irgendeiner Form einen logisch nachvollziehbaren Zusammenhang? Ich kenne keinen. Wer einen kennt, bitte in die Kommentare schreiben. Zweiter möglicher Einflussfaktor, den der Mond auf unserem Planeten haben kann, ist Gravitation. Dass er den hat, weiß jeder, der an der Küste wohnt. Ja, das ist so. Tatsache. Gut, also die Gravitation des Mondes müsste, und zwar die Gravitation des Mondes, die zum Zeitpunkt des Einschlags des Holzes gerade vorgeherrscht hat, müsste also das Quell- und Schwindverhalten in irgendeiner Form positiv oder negativ beeinflussen können. Gibt es dafür jetzt irgendeine sinnvolle, logische, die einem sofort einfällt, physikalische Erklärung? Naja, mal angenommen, der Mond zieht am Wasser im Holz. Dann könnte man annehmen, dass feuchtes Holz bei einer höheren Mondanziehungskraft eventuell geringfügig schneller trocknet, weil das Wasser mehr rausgezogen wird als bei einer geringeren Mondanziehungskraft. Ja? Abgesehen davon, dass das wirklich nur Nuancen sein dürften von der Größenordnung dieser Kräfte, die da wirken, könnte man das vermuten. Aber inwieweit das nun die Eigenschaft des Holzes, und das ist je nach Holz unterschiedlich, zu quellen und zu schwinden, wenn mehr oder weniger Wasser drin ist, positiv oder negativ beeinflusst, das ist mir dann wieder nicht klar. Schneller Wasser raus bedeutet schnelleres Schwinden. Schneller Wasser wieder rein bedeutet schnelleres Quellen. Aber die Geschwindigkeit dieses Prozesses hat nichts mit der Intensität dieses Prozesses zu tun. Ja? Also um wie viel Prozent des Volumens ein Holz quellt, da ist es egal, ob es das innerhalb von 3 Tagen tut oder ob es das innerhalb von 2 Tagen tut. Ja? Die maximale Ausdehnung bei maximaler Quellung bleibt bisher nach bisherigem Erkenntnisstand dieselbe. Es gibt eine Untersuchung, da hat jemand getestet, quillt Mondholz weniger, beziehungsweise weniger stark oder irgendwie gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen Mondholz und Nicht-Mondholz. Ergebnis, nein, gibt es nicht. Brennt nicht, wird nur schwarz. Die Aussage, dass Mondholz nicht brennen soll, beziehungsweise deutlich weniger brennen soll, haben auch schon diverse Leute an historischen Gebäuden nachzuweisen versucht. Und dazu kommen wir gleich noch mit dem historischen Holz. Und da ging es quasi drum, dass Holz ganz nah am Kamin, wo es immer mal wieder Flammen abbekommen hat, nie gebrannt hat, sondern nur schwarz geworden ist. Und dass das jetzt quasi ein Nachweis wäre, dass Mondholz offensichtlich tatsächlich nicht brennt. Wenn man im Labor hingeht, im Holzbrandlabor, und da weiß ich, wovon ich rede, da durfte ich mal eine Woche lang mich rumtreiben, weil ich dummerweise, wie ich erst später erfahren habe, völlig umsonst den Brandverhalten von Holzmasterkurs an meiner Uni belegt hatte, bei der Holzforschung München, und habe dann erst irgendwann später herausgefunden, du hattest schon genug Credits, um deinen Master abzuholen, du hättest den Kurs gar nicht machen brauchen. Da habe ich mich dann versucht, damit zu trösten, dass ich das bestimmt mal irgendwann noch mal brauche, dieses Wissen. Der Moment ist nun gekommen. Folgendes, wenn du Holz anbrennst mit einer Flamme, die an zum Beispiel einem aufrecht stehenden Brett, was bei Wohnungsbränden das realistischste Szenario, wie du irgendwo Holz anzünden kannst, also dein Haus anzünden kannst, eben ist. Wenn diese Flamme an diesem aufrecht stehenden Brett entlang zünselt, dann bildet sich zunächst mal eine Ruß- bzw. Ascheschicht auf diesem Holz. Der Durchmesser des Holzes nimmt sehr stark ab. Und wenn sich diese Ruß- und Ascheschicht erstmal gebildet hat, nimmt ab da der Durchmesser des Holzes bzw. die Stabilität des Holzes nur noch sehr, 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 sehr langsam ab, weil diese Rußschicht aus den anorganischen Bestandteilen des Holzes besteht, die zusammen noch mit einem gewissen Kohlenstoffgerüst eben zusammengehalten werden. So, anorganische Bestandteile im Holz, das sind Kalium, Magnesium, Calcium, meinetwegen noch ein bisschen Phosphor, und Eisen und so weiter.
Ja, also alles Zeug, das die lustige Eigenschaft hat, dass es nicht brennbar ist. Das ist im Holz, je nach Holzart, zwischen 1,5 und 5 Massenprozent irgendwie drin. So, da das andere wegbrennt, bleibt eben dieses Zeug genau übrig. Und das bildet jetzt eben aus den mineralischen Bestandteilen diese Asche, Ruß, Schicht. Das sieht man auch jedes Mal, wenn man Lagerfeuer macht, ne? Dass dann irgendwann dieser schwarze Belag auf dem Holz ist, der dann deutlich weniger gut brennt. Es brennt schon noch so ein bisschen vor sich hin, aber es dauert saumäßig lange, bis ein dicker Stamm durchgebrannt ist, weil da sich immer wieder neu eben diese entsprechende Schutzschicht drauf bildet. Und gerade bei einem nur dran entlang leckenden Flamme, bei einer stehenden Holzwand, ist der Prozess, bis das durchgebrannt ist, per se grundsätzlich erstmal relativ lang. Gut, jetzt soll bei Mondholz eben dieses Schwarzwerden zwar auch stattfinden, aber das war's, da geht's nicht weiter. Was wir uns jetzt überlegen müssen, ist das Holz, das diese Eigenschaften hat, tatsächlich Mondholz? Oder ist es vielleicht generell einfach der Tatsache zu schulden, dass altes Holz, das bei alten Gebäuden, die eben noch einen offenen Kamin etc. pp. Haben, ganz oft vorher geschlemmt worden ist. Das kann man nachweisen. Was heißt schlemmen? Wir reiben unser Holz mit Matsch im Prinzip ein. So, und da das, was für den langsamen Abbrand von Holz verantwortlich ist, nämlich die anorganische Substanz des Holzes, die dann außen diese Schutzschicht bildet, Schlamm enthält genau dieses Material, das wird in das Holz eingerieben, eingearbeitet und wenn das jetzt in Verbindung mit Feuer kommt, dann bildet es an seiner alleräußersten Schicht sehr schnell eben diese Schutzschicht aus anorganischem Material, solche anorganischen Schichten in irgendwelchen Gebäuden, in Wänden, in Decken etc. pp., die nicht brennbar sind, hätte man mal beim Berliner Flughafen einbauen sollen, aber macht man grundsätzlich bei entsprechender Gebäudebrandsicherung, dass man solche anorganischen, im Prinzip Stein, fein zerriebene Steinmehl Schichten einbringt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber das ist eine davon. Und diese Möglichkeit zum Holzhäuser weniger brennbar bekommen, hat man damals, das hat man schon super lange gekannt und insbesondere bei den Holzhäusern, die dann eben untersucht wurden, wo man die Nichtbrennbarkeit bzw. die geringe Brennbarkeit, weil die brennen auch, man braucht nur etwas mehr Feuer dafür, der Bretter nachweisen hat können oder zumindest meinen zu können, da hat man auch eben festgestellt, dass diese Schlemmung des Holzes wahrscheinlich vorher stattgefunden hat. Es gab noch andere historische Möglichkeiten, um sein Holz eben weniger brennbar zu machen. Unter anderem hat man sogar ein Quecksilber eingelegt, was übrigens auch durchaus nicht ganz unhilfreich sein kann. Ist natürlich aus anderen Gründen keine gute Idee, weil das Zeug ja scheiße giftig ist. Aber das wäre ein mögliches Indiz. So, man hat auch einen Versuch durchgeführt, ob Mondholz nicht brennt. Man hat es angezündet und es hat gebrannt. Das kann auch wirklich jeder zu Hause versuchen und man kann beliebig tolles Mondholz, auch wenn von Herrn Thoma persönlich verkauft worden ist. Herr Thoma ist der Mondholzpapst. Erwin Thoma, glaube ich, das ist ein Häuslebauer aus Österreich. Der baut auch ganz tolle Häuser und der Mann ist auch nicht unsympathisch. Ja? Also jetzt nicht irgendwie glauben, dass ich den Herrn Thoma nicht mag oder dem irgendwie was Böses will oder sonst wie. Aber der ist zum Beispiel davon überzeugt, aus meiner Sicht in falschen Gründen und aus meiner Sicht hat er auch nicht recht, aber er ist davon überzeugt, und das darf er ja sein, dass Mondholz existiert und baut seine entsprechenden Gebäude zum Teil zumindest damit. Und er ist wohl auch davon überzeugt, dass die Verhalten beim Brandfall von seinem Mondholz die Eigenschaften erheblich besser sind, als das beim normalen Holz der Fall ist. Jedenfalls bin ich zu absolut 100% überzeugt, dass man auch mit dem Holz von Herrn Thoma ein Feuerchen machen kann, weil es nämlich brennt, ja? Wenn man es anzündet. Vernünftig. So, dazu später nicht mehr. Das war jetzt nur einmal eben diese These. Nur von der Überlegung her. Welche Eigenschaft sollte der Mond, die Gravitation des Mondes und das Licht des Mondes auf Holz haben, dass es plötzlich unbrennbar wird? Gravitation, da wird ein bisschen am Holz gezogen und unterschiedlich schwankenderweise mit den Gezeiten korrelierend. Macht es das Holz weniger brennbar? Gibt es dafür eine nachvollziehbare physikalische Begründung? Ich kenne keine. Wer eine kennt, bitte in die Kommentare schreiben. Oder das Mondlicht in der Nacht?
Hat das irgendwelche Einwirkungen, dauerhafte Auswirkungen, ne, welches Mondlicht geschienen ist oder nicht geschienen ist oder potenziell hätte scheinen können zum möglichen Zeitpunkt des Einschlags des Holzes? Macht es das Holz weniger brennbar? Wer dafür ein Argument hat, mag es bitte in die Kommentare schreiben. Ich bin enorm gespannt, wirklich sehr. Ganz im Ernst. Vielleicht gibt es da tatsächlich was, was noch kein Mensch wusste. Ne? Wir sind jetzt quasi ein Think Tank. Ja, also ein Haufen Leute, die da hocken und nachdenken. Ich mach mal Nachdenkmusik. Gut, genug gedacht, weiter geht's. Härter und fester, das möchte ich ausklammern, weil das ist, wie gesagt, elementarer Bestandteil der wissenschaftlichen Untersuchungen, die dann im größeren Umfang, größer, nicht groß, aber größer, zum Mondholz durchgeführt wurden. Und dann hätten wir noch die Dauerhaftigkeit gegen Fäulnis bezüglich Pilz. Da kann man jetzt allerdings tatsächlich der Meinung sein, da, wie ich ja schon verraten habe, ein möglicher Einfluss der Mondgravitation auf Härte und Festigkeit des Holzes möglicherweise, super unwahrscheinlich, aber möglicherweise tatsächlich besteht, beziehungsweise der ist halt noch hinten und vorne nicht bewiesen, aber mit etwas Fantasie und etwas Spekulation vielleicht, ganz vorsichtig ausgedrückt. Angenommen, das wäre jetzt so. Angenommen, Mondholz ist härter und fester, dann ist es auch fäulnisresistenter. Ja? Weil die Geschwindigkeit, mit der ein Pilz ein Holz abbaut, hängt von der Rohdichte des Holzes tatsächlich ab. Je dichter das Holz, je mehr Holz pro Volumen, also je kompakter gepackt das Holz ist, desto langsamer wird es abgebaut, weil desto mehr Masse ist da, desto mehr Material steckt im Holz drin und das muss der Pilz alles aufessen. Und ich weiß nicht, ob Adam Riese das schon wusste, aber nach Adam Riese, wenn du eine große Portion Holz essen musst, brauchst du dafür länger, als wenn du eine kleine Portion Holz essen musst. Daher wäre dann tatsächlich ein Zusammenhang der Dauerhaftigkeit mit der Holzhärte, die vom Mond gegebenenfalls über sechs Ecken beeinflusst wird, vorstellbar, aber kann man auch nicht beweisen. So. Noch nicht. Vielleicht auch nie. Ich denke ja. Aber das ist nur meine Meinung. Ja? Alles Weitere sind Fakten. Das war jetzt gerade eine Meinungseinblendung zwischendurch. Achtung, Meinung. So, folgendes. Jetzt hier, da, das in Rot. Beweise an altem Holz sind nicht möglich. Denn was viel versucht wird, ist, dass man hingeht und die Existenz von Mondholz damit beweisen möchte, dass man sich eben altes Holz anguckt. Ich hatte es eben schon angedeutet. Und dass man irgendwelche super alten Gebäude hat. Und jetzt muss man folgende These zugrunde legen, nämlich dieses Gebäude besteht aus Mondholz, weil wir davon ausgehen, dass man damals nur nach dem forstlichen Mondkalender eingeschlagen hat und dieses Holz logischerweise demzufolge auch nach dem forstlichen Mondkalender geliefert worden sein muss und es ist jetzt aus Mondholz. Gut. Das Doofe ist jetzt, dass diese Annahme, dass unser besagtes Holz aus Mondholz, Haus aus Mondholz genau das ist, ist rein spekulativ. Man kann in keiner Weise beweisen, dass das wirklich Mondholz ist, was da verbaut wurde. Man kann es annehmen, man kann auch daran glauben und man kann so viel davon überzeugt sein, wie man möchte, aber beweisen kann man es nicht. Es gibt keine holzanalytischen Möglichkeiten, um festzustellen, zu welchem Mond das Holz eingeschlagen wurde. Wir können ungefähr datieren, wie alt das Holz ist, das können wir sogar sehr genau aufs Jahr. Wir können sagen, relativ genau, wo es hergekommen ist, zum Beispiel mit Radiokarbon-Datierung. Da kann man auch recht gut meistens den Ort feststellen, weil je nachdem dann da irgendwie so einigermaßen, zumindest grob, den Ort festlegen. Und das war es dann im Wesentlichen auch, was wir über zu diesem alten Holz aussagen können. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass es nicht auf gigantischen Entfernungen eben entsprechend importiert worden ist. Man kann die Holzart noch bestimmen, das geht auch noch. Aber niemals kann man sagen, ist es Mondholz oder nicht. Ebenfalls kann man nicht sagen, auf welchem Standort ist denn das jetzt genau gewachsen. Heißt, die Einflussfaktoren,
die bewiesen beim Holzwachstum vorhanden sind. Nämlich, steht das Ding jetzt im Schwarzwald oder steht es in den Vogesen? Oder noch krasseres und krasser Unterschied, steht es im Schwarzwald oder steht es in den Alpen? Oder steht es im norddeutschen Tiefland oder steht es in den Alpen? Irgendwie sowas, ne? Da gibt es massive Unterschiede in den Holzeigenschaften, massiv. Massivster Art. Da kann man so grob abschätzen, wo das wahrscheinlich hergekommen ist. Aber es gibt einfach keine Analysemethode und es gibt auch keinen Ausblick auf die Erfindung einer Analysemethode, die es uns ermöglichen wird, bei altem Holz, bei dem nicht dokumentiert ist, ob es zu Mond XY eingeschlagen wurde oder nicht, das hinterher noch festzustellen. Um übrigens nochmal die These, dass damals sowieso alles Holz, was eingeschlagen wurde, Mondholz war, zu entkräften. Es gibt bereits Mitte des 18. Jahrhunderts eine erste, ja, für die damalige Zeit wissenschaftliche Abhandlung, in der Mondholz geprüft wurde und für Blödsinn erklärt wird. Ne? Also existiert nicht, beziehungsweise zumindest nicht in dieser Form, sodass es diese deutlich hervortretenden, deutlich positiven Eigenschaften haben soll, die ihm entsprechend nachgesagt werden. So, darauf gehen wir nachher noch ein, auf die entsprechende Arbeit. Aber wenn es schon damals, bei der ersten Wissenschaft überhaupt, bereits Zweifler am Mondholz gab, zu der damaligen Zeit gab es noch nicht mal die Forstwissenschaft, wie wir sie heute kennen, ja, ich finde, das ist schon ein Argument irgendwie, so ein bisschen, ne? Also die ersten, die überhaupt jemals Holz untersucht haben, halbwegs wissenschaftlich, haben kein Mondholz entdeckt. Das zu einer Zeit, wo angeblich jeder mit Mondholz gebaut hat. Ja, nur so als Idee, nur so als potenziell gültiges Gegenargument, wer das gelten lassen möchte. Ansonsten haben wir folgendes Problem. Wenn wir uns altes Holz angucken, gucken wir uns immer Holz an, das ganz andere Sorten darstellt als das, was wir heute haben. Wir haben heute züchterisch veränderte Waldfichten rumstehen, die in Jahrhunderten der Forstpflanzenzucht mehr und mehr optimiert worden sind. Das ist ein bisschen wie mit dem Weizen. Der Weizen ist ja auch, wie wir ihn heute kennen, hochzüchterisch verändert und hat nichts mehr mit dem Urweizen zu tun, den man damals irgendwann mal auf irgendeiner Steppe in sonst wo vielleicht entdeckt hat, um ihn zu kultivieren und mitzubringen etc. pp. Bin kein Experte für Weizen. Tatsache ist jedenfalls, bei Bäumen gilt das auch, gerade insbesondere Forstpflanzen, und das muss ich noch dazu sagen, sämtliche Forstpflanzen bzw. Bäume, die jemals auf Mondholz oder nicht Mondholz untersucht wurden, sind in einer winzig kleinen Studie ein paar Eichen, ein paar Buchen und ansonsten alles nur Fichte. Und wir konzentrieren uns jetzt hier für diesen Vortrag nur auf die Fichte. Und gerade bei der Fichte, die hat eine im Laufe der letzten 100 Jahrhunderte wirklich massive züchterische Veränderung erfahren. Soll heißen, altes Fichtenholz ist von der Zusammensetzung und von den Holzeigenschaften her per se deutlich verschieden, besser oder schlechter, kann man sich streiten, ne? Tendenziell eher etwas besser. Es wächst langsamer, aber hat bessere Holzeigenschaften. Als eben modernes Fichtenholz. Also ein direkter Vergleich, altes Fichtenholz, neues Fichtenholz, egal ob bei Mondholz oder nicht eingeschlagen, ist per se also schon mal gar nicht möglich wegen dieser Eigenschaft. Zweite wesentliche Eigenschaft, die kleine Eiszeit. Um 1800 rum war das Wachstum unserer Wälder deutlich eingeschränkt, weil es tendenziell ziemlich kalt gewesen ist. Ganz, ganz grob so um die Zeit. Viele der untersuchten alten Hölzer, bei denen man eben das Mondholz unterstellt, sind genau eben in dieser kleinen Eiszeit gewachsen oder zumindest teilweise ein Teil ihres Lebens durch die kleine Eiszeit durchgewachsen und haben dadurch ohnehin, weil schlechtere Wachstumsbedingungen, engere Jahrringe. Und man muss generell wissen, bei Holz, je enger die Jahrringe sitzen, desto besser die Holzeigenschaften, desto fester, desto härter, desto robuster, desto weniger anfällig für Pilz und desto langsamer brennt's, wenn es dann brennt. Ne? Und brennen tut's irgendwann. Das heißt, auch hier wieder kann man altes Holz nicht 1:1 gleichsetzen mit modernem Holz. Außerdem kommt dann noch erschwerend dazu, ob man damals alles Holz nach dem Mondkalender gefällt hat oder nicht, wissen wir nicht. Was wir aber mit Sicherheit wissen, ist, dass man damals Holz mit der damals vorherrschenden Einschlagmethode
weil eine andere gab es gar nicht, entsprechend gefällt hat. Und das bezieht sich hier auf die alte Forsttechnik. Das heißt, man hat Holz immer nur im Winter gefällt. Das im Winter Fällen positive Eigenschaften auf die hinterher stattfindende Holztrocknung und auch langfristig positive Eigenschaften auf das Holz haben kann, ist relativ unumstritten. Da kann man sich ziemlich sicher sein, dass das so ist. Heute. Außerdem hat man es gefällt am Hang, wenn es am Hang war. Und dann hat man den Kopf über, also Wipfel nach unten, das Ganze erstmal eine Weile am Hang liegen lassen. Wirklich ein paar Wochen. Weil im Baum ist ja noch Restenergie. Der Baum merkt, ups, ich bin abgeschnitten. Ich versuche jetzt mal mit meiner letzten Kraft, die ich noch habe, mit gespeicherten Ressourcen, die noch irgendwo im Baum stecken, nicht in der Wurzel, an die kommt er nicht mehr ran, aber was sonst noch so im Stamm steckt, damit versuche ich jetzt nochmal ein bisschen auszutreiben und noch ein paar Samen zu produzieren. Jetzt, wo ich schon umgefallen bin, hat vielleicht die nächste Generation auch eine Chance. Das ist so ein bisschen so der Gedanke des Baumes, wenn man das so assoziieren möchte. Und das bedeutet, sämtliches Wasser, sämtliche Energiereserven werden in die Äste gepumpt. Das dauert eine Weile, aber dann ist der Stamm schon vergleichsweise leer mit Zeugs. Außerdem, wenn man eine Krone nach unten legt auf dem Hang, dann hilft einem auch noch die Schwerkraft, die Gravitation, also auch das, was vom Mond kommt, beim fließt nach unten, fließt in die Krone. Und wenn man jetzt nach ein paar Wochen erst hingeht und jetzt die Äste erst abschneidet, vorher den Baum nur einfach umschneidet und da liegen lässt und jetzt die Äste abschneidet, dann ist das allermeiste Wasser oder zumindest große Teile davon in den Ästen, die schneidet man ab und das Wasser ist schon mal raus aus dem Stamm. Das heißt, den Stamm, den man im Frühjahr dann vielleicht wegholt oder auch im späteren Verlauf des Winters einsammelt, der ist schon erheblich trockener, allein durch die Art und Weise der Fällung, nicht unbedingt zwingend, das versuchen wir ja gerade zu klären, durch den Zeitpunkt der Fällung. Also mal abgesehen von groben Zeitpunkt, nämlich Winter. So. Das ist also unter alte Forsttechnik zu verstehen. Außerdem hat man Holz damals viel sorgfältiger, viel länger und viel gründlicher und nicht maschinell bzw. in irgendwelchen Trockenkammern getrocknet, sondern grundsätzlich nur Lufttrocknung, was für das Holz per se schonender ist und auch wieder positive Eigenschaften auf die Holz, positive Effekte auf die Holzeigenschaften dann eben entsprechend hat. So. Ich hatte ja schon erwähnt, das ist hier unklarer Standort und ungelöste Herkunft, dass wir eben auch nie wissen bei den alten Holzproben, die wir untersuchen, wo genau kommen die her. Dann können wir sie, wir müssten sie, wenn wir sie vergleichen wollten, um einen Effekt des Mondes festzustellen mit modernem Holz, müssten wir auch modernes Holz von genau dem gleichen Standort nehmen. Und das ist nicht möglich, weil wir den nicht kennen. Aber auch da eine Vergleichbarkeit einfach nicht gegeben. Wichtig, ich zweifle jetzt nicht daran, dass alte Holzgebäude toll sind und altes Holz zum Teil tolle Eigenschaften aufweist. Daran zweifle ich nicht. Daran zweifelt auch sonst niemand meiner forstwissenschaftlichen Kollegen. Lediglich, ob es sich um Mondholz handelt, ja oder nein, das können wir nicht beweisen und wissen wir nicht und daher können wir damit nicht irgendwie argumentieren. Das eignet sich für eine wissenschaftliche Argumentationsgrundlage also gar nicht. Ja, nicht mal als Indiz. Einfach überhaupt nicht. So. Kann ich mich mal wieder hinhocken zwischendurch. Ah, halt, nein. Ich habe hier unten nämlich noch schön hingeschrieben. Und was brauchen wir deswegen? Die Forstwissenschaft. Oder die Holzwissenschaft. Und da ich ja praktischerweise, Achtung, Werbung, ein Master in Forst- und Holzwissenschaft habe, bin ich qualifiziert. Sorry, der musste sein. So, wir machen weiter. Ich habe zwei hässliche Kuchen gemalt. Erstens, das ist Absicht, dass die hässlich sind, weil schöne Kuchendiagramme, die sehen immer so appetitlich aus, dass man damit nicht arbeiten kann. Zweitens will ich damit Folgendes verdeutlichen. Drei Dinge. Moment, steht auf dem Zettel. Erstens, also beziehungsweise die große Überschrift dessen, was ich jetzt verdeutlichen möchte. Die natürliche Schwankungsbreite von Holzeigenschaften ist sehr groß. So, und zwar drei Unterpunkte. Erstens, wir kennen die natürliche Einflussnahme von verschiedenen Faktoren auf die Holzeigenschaften noch nicht alle.
Ja? Da gibt es also eine gewisse Unsicherheit, weil wir noch gar nicht alles darüber wissen. So, zweitens. Grundsätzlich sowieso super hohe Schwankungen der natürlichen Holzeigenschaften. Drittens. Die Holzeigenschaften sind von vielen, vielen Faktoren abhängig. So, und dazu jetzt ein Beispiel. Nämlich, was wir hier jetzt sehen mit den hässlichen Kuchen, das sind 19 Studien, Quellenangabe liest hier unten irgendwo, wo ich das ausgegraben habe. Ich habe es nur ein bisschen umgestellt, normalerweise ist es eine Tabelle, bei mir sind es zwei Kuchen, ich bin kreativ. Das sind 19 Studien zwischen den Jahren 1755 und 2000, also 245 Jahre Forstwissenschaft, in denen man versucht hat, eine erstmal simpel klingende Frage wissenschaftlich zu klären. Und zwar, wann ist am meisten bzw. am wenigsten Wasser im Stamm? Ja? Also wann ist das Holz im Stamm am trockensten? Also zu welchem Zeitpunkt im lebenden Baum? Ne? Wenn man den umschneidet und guckt, wie viel Wasser ist da jetzt drin, wann ist das am wenigsten bzw. wann ist das am meisten? Relativ simpel eigentlich, ne? Man sollte doch meinen, dass es einen deutlich erkennbaren Trend eben zwischen Sommer und Winter gibt. Wann ist viel Wasser drin, wann ist nicht viel Wasser drin. Untersucht hat man hier jetzt nur Fichte. So, und dann kommen wir auf folgendes wirklich hanebüchendes und erschreckendes Ergebnis, dass man diese doch vergleichsweise angeblich so simple Frage bis heute nicht wirklich hat klären können. Es gibt eine Tendenz, das ist aber auch schon alles. So, und zwar gucken wir uns mal an Minimumwasser. Ja? Da kommen 5 Studien drauf, dass im Sommer, also das hier soll ne, ein Viertel Kuchen sein, ein Viertel Kuchen sind 5, circa. Sind ja insgesamt 19. Aber ich habe den Kuchen ein bisschen aufgerundet. Jedenfalls ein Viertel Kuchen sind circa 5 Studien, die sagen also im Sommer ist am wenigsten Wasser im Stamm. Klingt gar nicht mal doof, oder? Spontan würde man ja sagen, klingt gut. Lustigerweise gibt es 4 Studien, die sagen, nein, im Winter ist am wenigsten Wasser im Stamm. Dann gibt es nochmal 4 Studien, die sagen, nee, im Frühling. Dann gibt es eine Studie, die sagt, nee, im Herbst. Und es gibt sage und schreibe 7 Studien, die sagen, wissen wir nicht, gibt es keinen Unterschied, können wir nichts feststellen. Das ist irgendwie alles nicht signifikant. Nicht signifikant, um das nochmal kurz zu klären, das ist Wissenschaftssprech für, wir haben zwar Daten, aber die Ergebnisse liegen so nah beieinander oder schwanken so wild durcheinander, dass wir da überhaupt keinen Trend und keine Mechanik, die da in irgendeiner Form steuernd eingreift, erkennen können. Oder Option 2, wir haben zwar Daten, die ergeben auch einen groben abschätzbaren Trend, aber wenn wir die einer statistisch-mathematischen Analyse unterziehen, um rauszufinden, ob unsere Daten nicht gegebenenfalls eventuell auch ein Zufall sein könnten, dann kommt dabei raus, jupp, ist ein Zufall, beziehungsweise kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch ein Zufall sein. So, und man geht da bei seriöser wissenschaftlicher Forschung davon aus, dass die Daten, die man hat, nicht so richtig signifikant sind, wenn ein Zufallsrisiko von circa 10% oder höher besteht. Da ist man dann schon, ne? Also bis 5% wird im Regelfall noch akzeptiert, dass also ein 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass diese Daten tatsächlich so gemessen sind und das keinem Zufall entspricht, das wird als noch signifikant angesehen. In manchen Studien will man auch 99,5% Sicherheit haben, dass es kein Zufall ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann eben entsprechend, wo man auch seine Grenze setzt, wo man denn gerne die statistisch-mathematische Signifikanz haben möchte. Jedenfalls haben wir hier doch einen recht großen Bereich in unserer Studie, also erstens, dass die sich völlig widersprechen und davon abgesehen haben wir eigentlich einen großen Bereich über 19 Studien, nicht in unserer Studie, sondern über die 19, bei denen sie sich eben überhaupt nicht sicher sind und das gar nicht feststellen können und irgendwie der Meinung sind, das hängt völlig davon ab,
was für ein Jahr war, ein gutes, ein schlechtes, was für ein Wetter gerade herrscht bei dem Moment, wo man den Baum umschneidet, von der Tageszeit, vom Standort, von der Holzart. Okay, in diesem Fall ist alles Fichte, aber das hat mit Sicherheit auch nochmal einen Unterschied, weil man hat so ein paar Untersuchungen auch mal mit anderen Bäumen gemacht und da ist man zu völlig anderen Ergebnissen gekommen, weil die völlig andere Strategien fahren, je nach Art, und die einzelnen Individuen auch nochmal teilweise unterschiedlich. Worauf will ich hinaus? Wir können aus dieser Grafik nicht wirklich sagen, wann am meisten Wasser im Stamm, am wenigsten Wasser im Stamm ist. Und wenn wir versuchen zu klären, wann am meisten Wasser im Stamm ist, sieht das Ganze genauso furchtbar aus. Und lustig ist halt wirklich, dass sich ganz oft widersprochen wird. Wir haben 3 Studien, die sagen, im Sommer ist am meisten Wasser im Stamm. Wir haben aber 5, die sagen, im Sommer ist am wenigsten Wasser im Stamm. Interessanterweise sagen nicht zwingend unbedingt immer die Studien, die sagen, im Sommer ist am meisten Wasser im Stamm, dass im Winter am wenigsten Wasser im Stamm ist, aber da gibt es wenigstens eine gewisse Korrelierung, eine gewisse zumindest. Jedenfalls haben wir immerhin 5 Stunden dieser Studien, die sagen, im Winter ist am meisten Wasser im Stamm. Das wäre so meine Vermutung gewesen. Meine Vermutung, im Sommer am wenigsten drin, im Winter am meisten. Meine Vermutung. Eine gewisse Tendenz gibt es dazu auch. Aber es ist eine verflucht geringe Tendenz, wenn man bedenkt, dass man, wenn man sich dann großartig Gedanken drüber macht, die Frage eigentlich aus dem Stegreif so beantworten würde mit Sommer wenig, Winter viel. Ja? Und das Ganze erzähle ich jetzt deswegen, und auch hier wieder übrigens ein großer Nicht-Signifikanz-Bereich von Daten, bei dem man überhaupt nichts mit anfangen konnte, weil es offensichtlich da gar keinen Zusammenhang gibt. Oder halt alles so schwer nachzuweisen ist, dass wir keine Signifikanz statistisch-mathematischer Art eben hinbekommen. So, und das erzähle ich jetzt deswegen, weil sämtliche Ergebnisse der Holzforschung, und das muss man generell wissen, wenn man irgendwie über Holzforschung diskutieren möchte, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Weil die Schwankungsbreite innerhalb vom Holz einfach so wahnsinnig groß ist. Ich hatte mal ein Video gemacht, mein Freund, der Baum ist tot. Da ging es darum, dass eine Eiche bei einem relativ heftigen Sturm umgefallen ist am Waldrand und alle anderen nicht. Und alle anderen waren nicht mal geschädigt. Nur eine ist umgefallen. Da war auch kein Pilz drin. Und dann habe ich mich auf Spurensuche begeben und versucht herauszufinden, warum ist jetzt die eine umgefallen und alle anderen nicht. Man kann da nicht abschließend sagen, woran es gelegen ist, hat. Und ich will damit einfach auch nur sagen, dass es einfach wirklich wahnsinnig oft vorkommt, in der Praxis draußen im Wald, nicht unbedingt so sehr im Labor, aber wenn man draußen in der Praxis unterwegs ist, dass man ganz oft Einzelbäume findet, die irgendwas völlig anders machen als die anderen, oder innerhalb von einem Trümmerfeld von vernichteten Fichten nach dem Sturm steht noch eine, die steht wie eine Eins und der geht's wunderbar. Und irgendwas muss die richtig gemacht haben, ja? Und man kann es in dem Moment nicht sagen, weil man sie nicht komplett mitsamt Wurzel ausbuddeln möchte, um nachzugucken, was hat die jetzt richtig gemacht. Und selbst wenn man es tun würde, dann hätte man ja nur ein Einzelbeispiel und könnte daraus noch immerhin keinen Trend ablesen, der in irgendeiner Form wissenschaftlich relevant wäre. Forstwissenschaft, also insbesondere die Holzwissenschaft, ist oft saumäßig schwierig, allein weil wir keine richtigen Laborversuche machen können. Ja, der klassische Biologe. Wenn der irgendein biologisches Phänomen testen möchte, dann hat er die Möglichkeit, zum Beispiel Tierversuche zu machen. Tierversuche klingt erstmal grausam, ist auch sicherlich nicht immer einfach für denjenigen, der sie durchführt. Man ist ja auch oft ein Tierfreund, wenn man Biologe ist. Und ich wünsche mir das auch nicht, dass ich das mal machen müssen würde. Wird nicht dazu kommen, aber ich habe da wirklich Mitleid mit Leuten, die, um eine wichtige Forschungsfrage zu klären, leider auf Tierversuche angewiesen sind. Es gibt manchmal einfach keine Alternative. Entweder du erforscht es nicht oder du benutzt Tierversuche. Das ist so. Das kann man jetzt ganz, 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 ganz furchtbar sehen. Und natürlich sollte man bei den Tierversuchen gucken, dass man die so wenig, mit so wenig Leid fürs Tier wie irgendwie möglich durchführt. Oder man sagt halt, okay, der Forschungsgegenstand ist nicht so wichtig, dass ich deswegen Tierversuche machen möchte. Das kann man auch machen. Da kann man sich ganz toll drüber streiten, über dieses Thema. Aber mit Tierversuchen an Klonmäusen, die genetisch gleich sind, kann man mit relativ guten Laborbedingungen ziemlich sicher sagen, dass man Gruppe A-Mäuse und Gruppe B-Mäuse jeweils denselben Rahmenbedingungen aussetzt und nur ein einziger Faktor, nämlich den man untersuchen möchte, meinetwegen ob
wenn du denen ganz viele Kartoffelchips zu fressen gibst, ob das ungesund ist, ne? Dann kriegen beide Mäusegruppen exakt dieselbe Luft, ne? Die kannst du filtern, die haben die gleich exakte selbe DNA, das sind also alles quasi eineiige Zwillinge sozusagen, die kriegen exakt dasselbe Wasser, die kriegen exakt dieselben Wohn-, Lebe- und sonst was Bedingungen und nur ein einziger Unterschied besteht zwischen den beiden Mäusegruppen, nämlich dass die einen Kartoffelchips zu fressen kriegen und die anderen irgendwas anderes, ne? Standardmäusefutter halt. So, und wenn dann Unterschiede, große Unterschiede, statistisch, mathematisch nachweisbare Unterschiede zwischen den beiden Mäusegruppen auftreten, kann man mit einer ziemlich hohen Sicherheit sagen, allein schon auch von der Logik her, dass Mäusegruppe B die Chips gefressen hat, dass da jetzt alle tot sind, hängt mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit damit zusammen, dass Chips nicht gut sind für Mäuse. Ne? So. Ob das jetzt bedeutet, dass Chips für Menschen gleichzeitig auch noch nicht gut sind, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber damit haben wir zumindest mal recht sicher geklärt, dass Kartoffelchips nicht gut sind für Mäuse. Problem jetzt bei der forstwissenschaftlichen Forschung. Wir haben Wälder, die wir uns angucken. Wir können die Wälder nicht hermetisch abriegeln, den Wäldern kontrolliert exakt dieselbe Luft und exakt dasselbe Wetter verordnen. Wir können ihnen auch nicht exakt denselben Boden mit exakt denselben Nährstoffen drin verordnen. Wir können nicht verhindern, dass in unserem Wald A meinetwegen die Borkenkäfer kommen und in unserem Wald B nicht. Wir können nicht verhindern, dass ein Haufen Rehe in Wald B aufs Klo gehen, aber in Wald A nicht. Und das mag alles nur so ein ganz kleiner Einflussfaktor sein, aber trotzdem spielt es eine Rolle. Gegebenenfalls haben wir auch das Problem, dass unsere Wälder nicht die exakt gleiche Hangneigung haben, damit ein ganz anderes Wasserabflussverhalten beispielsweise. Je steiler, desto schneller ist das Wasser durchgeflossen durch unseren Hang. Ja, je weniger steil, desto eher bleibt es auch mal ein bisschen stehen. Und da gibt es so viele, unglaublich viele Einflussfaktoren, auch allein der Wind. Ne? Haben wir einen Osthang, haben wir einen anderen Wind als beim Westhang. Haben wir einen Südhang, sowieso eine andere Sonnenexposition als bei einem Nordhang. Und alles dazwischen und auch schon kleine Abweichungen der Hangexposition ergeben andere Wuchsbedingungen für unsere Bäume da. Außerdem, wir arbeiten nicht mit Klonbäumen, sondern wir arbeiten mit draußen realistisch vorkommenden Bäumen, die im Regelfall alle genetisch einzigartig sind, weil ein Fichtenacker mag ja nicht besonders divers sein. Aber die Bäume, die da vorkommen, sind schon geschlechtliche Fortpflanzung entstanden. So, soll heißen, da kommt es immer zu einer Rekombination des Erbguts und das heißt, da gibt es keine Klone. Ja? Fichten klonen sich im Regelfall nicht. Das können die zwar theoretisch, aber im Regelfall tun sie das dann doch eher nicht. Und da haben wir einfach wirklich massenhaft unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Wollen wir jetzt einen Versuch machen, um festzustellen, ob Mondholz nun existiert oder nicht, müssen wir bisher ist noch niemand was Besseres eingefallen als Folgendes. Man nimmt zwei Wälder, die möglichst nah beieinander sind. Ja? Beziehungsweise man kann auch den gleichen Wald nehmen. Das geht auch. Man nimmt einen und denselben Wald, in dem möglichst viele, möglichst ähnlich aussehende Fichten drinstehen. Ja? Und nimmt da ein Stückchen raus aus diesem Wald, das sollte auch nicht allzu groß sein, und innerhalb dieses Stückchens möglichst identische Standortseigenschaften. So identisch, wie es irgendwie geht. Es ist nicht gut, aber besser kriegen wir es nicht hin. So, und jetzt haben wir so einen Wald. Ne? Und da gehen wir jetzt hin, wenn gerade optimale Mondbedingungen sind nach diesem ollen Mondkalender. Und dann holen wir da von mir aus 15 Fichten raus. So. Und die bringen wir mit ins Labor und gut und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir im gleichen Wald, unter den gleichen Bedingungen, kommen wir jetzt nochmal wieder, was weiß ich wie viele Tage später, wenn die nach Mondkalender möglichst schlechtesten Mondbedingungen sind. Und dann nehmen wir wieder 15 Fichten raus. Am besten ernten wir die Fichten mit genau der gleichen Methode. Wir behandeln die Fichten genau gleich. Wir fahren unsere Fichten dann eben entsprechend dahin, wo sie getrocknet werden sollen, etc. pp. Und so weiter und so fort. So, und dann am Ende haben wir zwei, so gut es irgendwie geht, vergleichbare Fichtenkollektive mit dem einen offensichtlichen Unterschied, dass sie zu verschiedenen Zeitpunkten gefällt worden sind. Wenn wir jetzt an diesen beiden Fichtenkollektiven irgendwelche unterschiedlichen Merkmale im Holz feststellen, dann
Kann man sagen, dass eine gewisse Chance besteht, dass diese unterschiedlichen Merkmale auf den unterschiedlichen Feldzeitpunkt zurückzuführen sind? Das ist sogar gar nicht mal so unrealistisch. Aber das Doofe ist jetzt, dass wir an den unterschiedlichen Feldzeitpunkten nicht nur unterschiedliche Mondsituationen hatten, sondern wir hatten auch ein ganz anderes Wetter. Ja, wenn wir ganz viel Glück haben, das steht in den meisten Studien dann gar nicht so explizit dabei, war das Wetter sehr, sehr ähnlich. Aber nichtsdestotrotz, zum Beispiel super tolles Wetter, kein Regen. Ja? Wenn wir 2 Wochen lang super tolles Wetter und keinen Regen haben, sind die Bedingungen nach 2 Wochen super tollem Wetter und keinem Regen, aber trotzdem ganz anders als vor 2 Wochen bei super tollem Wetter und kein Regen. Also selbst wenn man bei einem identischen Wetter hingeht, ist es ganz andere Bedingungen. Ja? Wenn es dazwischen geregnet hat, wie in Strömen, dann hat die zweite Probe erheblich mehr Wasser im Boden gehabt und die Bäume sind grundsätzlich sowieso mal mehr Wasser gefüllt. Könnte man zumindest annehmen und vermuten, muss nicht zwingend so sein, aber wäre eine Möglichkeit, als es bei der ersten Probe waren, völlig unabhängig vom Mond. Bei der grundsätzlichen Möglichkeit, wie der Mond Einfluss auf unser Holz nehmen kann, die man diskutieren kann, ne? Also einmal die Möglichkeit über die Strahlung und einmal die Möglichkeit über die Gravitation, weil der Mond ist weit weg. Der hat keine anderen Möglichkeiten, zumindest keine, die aus meiner Sicht Sinn ergeben. Wie gesagt, sonst schreibt sie in die Kommentare, um irgendwie auf uns einzuwirken oder auf unseren Planeten einzuwirken oder auf Bäume einzuwirken. Wenn wir annehmen, die Gravitation ist der Einflussfaktor, der tatsächlich auf Bäume wirkt. Und das ist leider, ich mag es nicht glauben, aber es ist wohl ziemlich bewiesen, dass das tatsächlich so ist, dazu komme ich gleich. Dann wäre es aber einfach jetzt von der Logik her doch mal eine Überlegung wert, wie groß ist denn der Einfluss der Mondgravitation auf Dinge, die auf unserem Planeten so anziehbar sind. Ja? Und sehen tut man den Einfluss der Mondgravitation sehr eindrucksvoll an den Gezeiten. Ist das jetzt viel, der Einfluss des Mondes auf den Meeresspiegel? Gemessen an der Tiefe des Meeres nicht. Da sind wir bei Promille, ja? Im Promillebereich. Also das sind vielleicht 2, 3, 4, 5 Meter Gezeiten, keine Ahnung. Tausenden Metern von Meerestiefe. Ne? Bei vielen, keine Ahnung, was für eine hohe Zahl, Kubikmetern Wasser, die es da gibt in so einem Ozean. Ja? Nehmen wir also an, dass der prozentuale Einfluss auf Wasser der gleiche ist bei Wasser, das sich in einem Baum befindet, dann wären wir bei einem rein rechnerischen, jetzt rein hypothetisch zusammengedachten Einfluss von wenigen, wenigen, wenigen Promille, die da der Mond irgendwie mit der Wasseranziehungskraft im Baum irgendwas zu tun hat. So. Und inwiefern jetzt es die Holzeigenschaften beim Zeitpunkt der Fällung, ne, die vorhandene Anziehungskraft am Wasser, die Holzeigenschaften beeinflusst des Baumes, das ist die große Frage. Ja? Und das ist eben Thema der folgenden Studien, die ich dann gleich noch mit euch durchgehen möchte. Weil, wichtig, 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 und deswegen der ursprüngliche Titel dieses Videos, man interpretiert nämlich Wissenschaft falsch und man wendet Wissenschaft falsch an und instrumentalisiert völlig falsch wissenschaftliche Ergebnisse, wenn man meint, man muss nur die eine Studie raussuchen, die das sagt, was man gerne hören möchte und davon ausgehen, dass es damit dann ja bewiesen ist. Und das ist grundlegend falsch und hat nichts damit zu tun, wie Wissenschaft funktioniert. Eine noch so tolle Studie, die noch so signifikant ist mathematisch und die noch so schönes Studiendesign hat, muss man kritisch hinterfragen. Man muss grundsätzlich sowieso jede Studie kritisch hinterfragen. Das gehört zur Wissenschaft auch dazu, dass du immer alles kritisch hinterfragst. Das ist ein ganz wesentlicher Teil der Wissenschaft. Jedenfalls auch so eine schöne muss man sofort kritisch hinterfragen, gerade dann, wenn es im gleichen Forschungsbereich noch andere Studien gibt, die das Gegenteil aussagen. So, und im Fall von unserer Mondholzgeschichte haben wir einen Forscher, auch wenn der schon mehrere Studien zum Thema gemacht hat, der sagt, Mondholz gibt's. Hm? Und wir haben, muss nachgucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere Forscher, die sagen, Mondholz gibt's nicht. Und
man kann nicht ganz so einfach jetzt sagen, okay, die Chance, dass Mondholz besteht, ist 1 zu 6, ne, dass Mondholz existiert, das wäre dann wieder zu einfach. Man muss sich schon die einzelnen Studien jetzt auch noch jeweils durchlesen. Deswegen übrigens habe ich noch bisher nicht so ein langes Video zu dem Thema gemacht, weil das ist verdammt viel Arbeit. Und wenn man das tut, dann stellt man halt fest, dass, ja, das kauen wir jetzt dann gleich durch, ne? Aber, nochmal kurz vorher, jetzt hatte ich ja angemerkt, dass der Mond wohl tatsächlich mit seiner Gravitation einen Einfluss aufs Holz bzw. auf Bäume haben kann bzw. das tut. Das passt mir zwar immer noch nicht, aber man kann auch die Validität einer Studie daran so ein bisschen erkennen oder zumindest, ja, teilweise kann man sehr gut daran sogar erkennen, wo diese entsprechende Studie veröffentlicht wurde. Ne? Es ist ja so, wenn du Wissenschaftler bist, dann schreibst du irgendein schönes Papier, da stehen dann deine Forschungsergebnisse zur Untersuchungsgegenstand XY drin und dieses Papierchen, das möchtest du jetzt gerne irgendwo veröffentlichen. Das kannst du jetzt irgendwo im Internet tun, da gibt es so einschlägige Folien, wo Fake-Wissenschaft veröffentlicht wird, wo es kein Menschen kratzt, was da reingestellt wird, solange du dafür 300 Euro oder wie viel auch immer das kosten mag, zahlst, dann ist das da nachzulesen und steht im Internet und sieht professionell aus, ist aber Mumpitz. Das greift immer weiter um sich, dass es solche Fake-Studien halt immer mehr gibt, beziehungsweise Veröffentlichungen in pseudowissenschaftlichen Magazinen, nicht Pseudowissenschaft, sondern Magazine, die so tun, als wären sie richtige Wissenschaft, es aber nicht sind, weil sie kein sogenanntes Peer-Review-Verfahren haben. Gute Möglichkeiten, um seine Studien zu veröffentlichen, da wo sie dann auch ernst genommen werden von den Kollegen, die in einem ähnlichen Wissenschaftsbereich tätig sind, sind Magazine, die eben genau ein solches Peer-Review-Verfahren haben. Heißt, du hast irgendeine Studie geschrieben und die willst du veröffentlichen, die schickst du jetzt an die Zeitschrift deiner Wahl, die halt eine namhafte Zeitschrift, also sprich eine Sammlung von Einzelstudien, das versteht man unter der wissenschaftlichen Zeitschrift, eben entsprechend ist, und denen schickst du das. So, und die haben jetzt ein Kollektiv von Wissenschaftlern, die in dieser Zeitschrift schon mal publiziert haben und in einem ähnlichen Tätigkeitsbereich tätig sind. So, und die kriegen jetzt jeweils, teilweise auch gegen einen kleinen Obolus, eine Kopie deiner Studie zugeschickt. Die lesen sie durch und dann sagen sie, ja, das macht total Sinn, was der da schreibt. Das deckt sich total mit meiner eigenen Forschung. Das ist ein großer Durchbruch der Wissenschaft und wahrscheinlich hat er da was völlig Neues, Revolutionäres entdeckt und wir glauben dem jedes Wort. Das passiert in, naja, einem von 100 Fällen vielleicht. Im Regelfall zerreißen sie das, was du geschrieben hast, zerlegen es wirklich ins kleinste Detail in Stücke und sind mit jedem noch so winzigen Fehler nicht einverstanden. Ist ein hartes Brot, Wissenschaftler zu sein, der wirklich als solcher publiziert. Puh, da muss man echt ein dickes Fell haben. Daran zerbrechen auch gerne mal Freundschaften und Ähnliches. Wenn man dann fachlich anderer Meinung ist, können ganz wenige das trennen. Die fachliche Meinung und die persönliche, ja, Sympathie zum Beispiel einem Kollegen gegenüber kann noch so ein netter Kerl sein, mit dem man im Grunde so lange Bier trinken geht, bis er mal was publiziert, was anderes aussagt, als man selber glaubt. Und schon geht die Freundschaft in die Brüche, ist ein Klassiker in allen Wissenschaftsbereichen, dass man sich da dann hin und wieder ziemlich, ja, ne, auf die Birne gibt. Also der ach so neutrale, ach so hochgebildete Wissenschaftler, wenn es um seine Forschung geht, da, ja, da möchte man sich dann hin und wieder mal den bodenkundlichen Bohrstock um die Ohren hauen oder Ähnliches. Wie dem auch sei, jedenfalls, die zerlegen noch und nöcher deinen entsprechenden Artikel. Und wenn er am Schluss rauskommt, das und das und das ist alles scheiße, mach das nochmal, guck da nochmal nach, schreib das irgendwie anders, formulier das um, dann machst du das schön daheim, weil du mehr oder weniger ja das tun musst, was der ganzen bösen reviewenden Kollegen dir sagen. Mit ganz schlechter Laune und so weiter veränderst du das dann kriegen sie es nochmal zum Lesen und dann sind sie gegebenenfalls einverstanden und dann wird es abgedruckt in der entsprechenden Zeitschrift. So, jetzt die Zeitschrift, bei der man, wenn man da publiziert als Forstwissenschaftler, dann hat man quasi den Adelstitel.
dann ist man wer? Dann ist man in den Olymp der Forstwissenschaften aufgestiegen und diese Zeitschrift nennt sich Nature. Ja, also das schöne Sammelblatt für die Naturwissenschaften und für krasse, halbwegs revolutionäre Erkenntnisse aus den solchen. Und da gehören auch die Forstwissenschaften dazu, zumindest sehen wir uns dazu gehörig. Und hin und wieder gelingt es einem Forstwissenschaftler tatsächlich einen Artikel in Nature zu schalten, der da das krasseste Peer-Review-Verfahren durchläuft, das es irgendwo gibt im Bereich der Forstwissenschaften, ne, wo du überhaupt veröffentlichen kannst. Und wenn also, und was Forstwissenschaftliches in Nature steht, dann wurde das derart intensiv durchgekaut und geprüft, dass man eigentlich als kleiner Master of Science, so wie ich, keinerlei Veranlassung mehr haben darf, eigentlich daran noch irgendwie zu zweifeln, dass diese Studie, so wie sie da steht, absolut Hand und Fuß hat. So, und das wäre dann halt eben eine Studie von dem einen Mensch. Das ist ein Schweizer! Nämlich der Herr Zürcher, der Herr Ernst Zürcher aus Zürich, ganz schlechter Witz, Entschuldigung, der da eben tatsächlich in einer für forstliche Verhältnisse fast schon Laborstudie, nämlich im Gewächshaus, das kommt am nächsten ans Labor ran, was wir überhaupt zur Verfügung haben für die meisten unserer Untersuchungen, hat er nämlich festgestellt, dass tatsächlich eine minimale, die ist wirklich winzig, aber es gibt eine Durchmesserschwankung an Holzpflanzen, sage ich jetzt mal grob, die untersucht hat, es waren verschiedene, ich glaube, Douglasie war dabei und Fichte, denke ich auch, ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich jetzt nochmal exakt nachlesen, ist aber für unseren Zweck jetzt nicht notwendig. Jedenfalls hat er nachgewiesen, es gibt tatsächlich eine Durchmesserschwankung in geringem Maß, kurzfristiger Natur, die mit den Gezeiten wunderbar korreliert, ja? Das bedeutet, wenn die Gezeiten von der Anziehungskraft des Mondes verursacht werden, und das tun sie nachweislich, dann kann angenommen werden, dass eine winzige Durchmesserschwankung innerhalb des Holzes von Holzpflanzen lebender Art, ja, relativ junge, ebenfalls von der Anziehungskraft des Mondes verursacht wird. Und da man daran leider nicht rütteln kann, weil es halt eben in Nature steht, müssen wir tatsächlich davon ausgehen, ja, der Mond hat einen Einfluss auf Bäume. Bäh. Aber, ganz fettes Aber, mit diesem winzigen Einfluss lässt sich niemals erklären, diese mystischen, wahnsinnig krassen Eigenschaften, die Mondholz angeblich haben soll. Mondholz soll ja so viel toller sein als normales Holz. Der Einfluss ist aber gerade mal so, gerade eben messbar, wenn man es im Gewächshaus und mit feinster Messelektronik eben entsprechend feststellt. Das steht also in keinem Verhältnis. Und das kann kein Beweis sein, dass Mondholz, genauso wie es historisch überliefert hat, ist, existiert. Weil dafür sind die Werte einfach viel zu gering. So, jetzt kommen wir aber wirklich zu den einzelnen Studien. Das wollte ich nur noch kurz vorwegnehmen, die Sache eben mit Nature. Und grundsätzlich, wie man in so ein Magazin reinkommt und wie Wissenschaft und so weiter und so weiter. Ne? Weiteres dazu jetzt gleich. So, jetzt wieder im Stehen. Ich hoffe, man kann es lesen, aber kommt ruhig noch ein Stückchen näher. So, jetzt könnt ihr es hoffentlich wirklich lesen. Folgendes. Das hier, also diese da, das sind jetzt die 6 Studien, die ich jetzt gefunden habe. Vielleicht gibt es wirklich noch welche, die ich übersehen habe, aber ich habe lange gesucht und irgendwann ist dann auch mal gut. Ne? Und ich meine, ich schreibe hier ja keine wissenschaftliche Arbeit. Das ist ja bloß ein Video, von dem ich im Übrigen wie immer mal nicht bezahlt werde. Und daher, irgendwann ist echt mal gut. Da steckt Arbeit drin. So, jedenfalls, wir haben hier 6 Studien, jeweils mit Inhalt und dem jeweiligen Ergebnis. Und ja, ich habe jetzt mal die zusammengefasst, die ein Mondholz nicht nachweisen können. Danach kommt der Herr Zürcher von der ETH Zürich, der meint, der in seiner Studie zumindest aus Sicht seiner Studie Mondholz nachweisen kann. Und ich will ihn jetzt auch gar nicht unterstellen, die Studie ist gut. Die Studie ist wirklich vom Studiendesign her alles in Ordnung, kann man nicht dran meckern. Das ist, hat es hieb- und stichfest. Lediglich eben aus
dem Konsens der sonstigen Forschung kann man erkennen, und das muss man halt auch wissen, und deswegen bin ich so oft angekackt worden, von wegen ist wissenschaftlich nicht beweisbar. Guck mal hier, beim Zürcher, da steht's. Ja, aber man muss sich alles angucken. Nicht nur eine Studie, die das sagt, was man gerne hören möchte, sondern alle. Und da muss man kritisch hinterfragen. Ohnehin, in der Wissenschaft immer alles kritisch hinterfragen. Du kannst gar nicht genug kritisch hinterfragen. Das ist ganz wichtig. So, gucken wir uns die mal an. Wir haben 1776 den Herrn Duhamel du Mucau, was auch immer. Jedenfalls, der Mann heißt so. Und der hat geschrieben von der Fällung der Wälder. Der Titel ist noch erheblich länger. Moment, ich gucke nach. Von der Fällung der Wälder und gehöriger Anwendung des gefällten Holzes. Und dann gibt es noch zwei Untertitel. Das war damals so üblich, dass man grundsätzlich nur so Zeug geschrieben hat, das einen unglaublich langen Titel hat. Über eine, ja gut, DIN A4 gab es auch noch nicht, aber über eine große Seite wirklich so einen richtig fetten Titel. Gut, jedenfalls, der hat Fichten geprüft. Ich konnte nicht ganz erkennen, wie er das jetzt hundertprozentig genau gemacht hat. Und wir dürfen bei so einer alten Studie selbstverständlich nicht davon ausgehen, dass es da schon irgendwie sowas wie statistische Signifikanz gegeben hat, etc. pp. Aber nichtsdestotrotz, der Mann war einer der ersten, die mit einer gewissen wissenschaftlichen Genauigkeit, ein bisschen was war da schon da damals, so ist das jetzt auch nicht, dass das gar nichts wert ist, festgestellt hat, dass von der Idee des Mondholzes sehr wenig davon zu halten sei oder so ähnlich. Ob das jetzt der exakte Wortlaut ist, weiß ich nicht mehr ganz, aber sowas in der Richtung steht da jedenfalls. Und ja, gut, zur damaligen Zeit war der einer der führenden Forstexperten. Zur damaligen Zeit gab es nämlich gefühlt nur 3 bis 4 überhaupt existierende forstrelevante Veröffentlichungen. Demzufolge, naja gut, vielleicht waren es ein paar mehr, könnten auch 6 gewesen sein, aber mehr waren es bestimmt nicht. Und das ist also schon durchaus ein wichtiges Dokument, um halt eben zur damaligen Zeit so den Ton ein bisschen aufzunehmen. Man muss wissen, dass auch um die Zeit die aufkommende Wissenschaft hoch angesehen war. Ja, da gab es keine Scheibenwäldler und Echsenmenschen und Impfgegner und Chemtrail-Menschen und was auch und was weiß ich, was noch alles, die irgendwie an Wissenschaft nicht glauben, offensichtlich, sondern da war das wirklich hoch angesehen. Und wenn der Mann schreibt, dass er da wenig von zu halten sei, von der Sache mit dem Mondholz, dann ist das zumindest für mich, nach meinem historischen Verständnis, aber dafür müsste man jetzt auch einen Historiker fragen und nicht mich, schon ein Indiz, mindestens ein Indiz dafür, dass an der These, dass damals jeder nur mit Mondholz gebaut hat und es absolut klar war, dass du nur mit Mondholz überhaupt bauen kannst, dass an dieser These vielleicht auch nicht so viel dran ist oder mit anderen Worten sehr wenig davon zu halten sei. Gut, dann haben wir 1920 den Hermann Knuckel. Der hat Fichten geprüft und ist ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, Mondholz gibt's nicht. Spannend, der Hermann Knuckel ist ebenfalls ein Schweizer. Wenn man jetzt also sagen möchte, ja gut, weil ja der Herr Zürcher ein Schweizer ist, muss das ja alles stimmen. Nach dem, was ich von den Schweizern so gesehen habe, ist das ja tatsächlich so ein bisschen ein Argument, diese ollen Angeber da in ihrem super tollen Superland. Wie dem auch sei. Jedenfalls der Hermann Knuckel, der hat sich sehr stark für den Plenterwald eingesetzt und so aus historischer Sicht kann man sich kloppen, aber vielleicht ist er der Schweizer Forstwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Da gab es jetzt auch nicht so viele wie bei uns in Deutschland, aber sie hatten auch, man muss die Schweizer mal wieder ein bisschen ärgern zwischendurch, das gehört dazu. Außerdem soll ich noch demnächst nach Winterthur kommen und deine E-Mail ist angekommen, wie viel Millionen Franken Streife zahlen, weil ich einen Sequoia Dendron Giganteum kaputt gemacht habe. Ist Winterthur eigentlich noch ein Thurgau? Egal. Jedenfalls, der Herr Knuckel jedenfalls, ein sehr patenter Forstwissenschaftler, wie gesagt, schon sehr früh eben für den Plenterwald unter anderem eingesetzt. An dem Mann ist nichts auszusetzen. Und ja, also am Herrn Zürcher ist auch nichts auszusetzen. Nicht falsch verstehen.
Gut, dann der Herbariska, der hat Schwindmaße und Trockenverhalten von immerhin 30 Fichten untersucht. Das ist eine der größeren Stichproben, die man im Rahmen von der Mondholzforschung gemacht hat. Also 30 Fichten ist im Grunde immer noch viel zu wenig. Wir müssen dazu sagen, in der kompletten Mondholzforschung, also überall in der Mondholzforschung, hat der Zürcher zwar gerade so genügend Stichproben gemacht, um signifikante Ergebnisse zu erzielen, aber für die forstwissenschaftliche Praxis bräuchte man immer noch viel größere Ergebnisse, viel größere Stichproben über viel mehr verschiedene Standorte hinweg, um eben diese Ungenauigkeiten, die wir dadurch haben, dass wir den ganzen Wald eben jeweils quasi untersuchen und zig Einflussmöglichkeiten haben, auszugleichen. Ja? Also rein mathematisch, statistisch sind die Proben vom Herrn Zürcher groß genug. Da passt das. Aber für die Forstwissenschaft per se und für die Praxis der Ergebnisse der Forstwissenschaft müsste man noch viel, 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 viel mehr Proben machen. Dafür kann jetzt der Herr Zürcher auch nichts. Der ist auch nur ein Mensch, ja? Und der hat auch nicht unendlich Geld, selbst wenn er ein Schweizer ist. daher kann man das niemandem zum Vorwurf machen. Man muss es aber in die Diskussion trotzdem eben entsprechend mit aufnehmen. So, was haben wir jetzt? Genau, also Schwindmaße und Trockenverhalten. Und kommt drauf, dass tatsächlich das mondtechnisch günstig gefällte Holz etwas schneller trocknet. Beziehungsweise das ungünstig gefällte Holz trocknet weniger schnell. Aber die Ergebnisse sind nicht signifikant. Was interessant ist, weil der hat immerhin 30 Fichten untersucht, damit hätte man eine statistische Signifikanz eventuell irgendwie zusammenmogeln können, so im Stil von traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also man hätte es vielleicht zusammenmogeln können. Hat er nicht getan, ist ihm hoch anzurechnen und hat halt nachgewiesen, vielleicht wollte er das auch nachweisen, das ist auch möglich, das weiß man immer nie so genau, ne? Deswegen braucht man ja viele Studien, damit es dann auch vom Objekt unabhängig wird und damit objektiv, ne? Beziehungsweise, nee, nicht vom Objekt, vom Subjekt unabhängig und dann objektiv, so rum. Ja? Denn das Subjekt ist derjenige Wissenschaftler, der die Studie durchführt, und will man wirklich objektiv eine Meinung sich zum entsprechenden Forschungsgebiet bilden, dann muss man von verschiedenen Subjekten möglichst objektiv forschen lassen, um dann, wenn alle Subjekte unabhängig voneinander das gleiche objektiv feststellen, wirklich sagen zu können, dass es auch objektiv ist. Gut, jedenfalls, der hat zwar das festgestellt, aber es ist nicht signifikant, und er hat auch nur festgestellt, trocknet schneller bzw. langsamer. Die Trocknungsgeschwindigkeit, dass die schneller geht, ist schön. Das hat aber nicht Auswirkungen auf die Holzeigenschaften. Das heißt, unser brennt nicht, ist weniger anfällig für Pilz, ist härter, besser, toller und so weiter. Das hat damit nichts zu tun. Ja? Also selbst wenn signifikant wäre, dass Mondholz schneller trocknet, dann ja, ist das ein Vorteil. Der wäre dann auch praxisrelevant, wenn sich herausstellen würde, dass das tatsächlich immer so ist. Aber mehr auch nicht. Ein kleiner Vorteil. So. Niems, ich hoffe, ich spreche den Herrn Kollegen korrekt aus, der hat die Hypothesen getestet, die wir eingangs erwähnt hatten. Nämlich, brennt nicht, beziehungsweise wird nur schwarz. Fault nicht oder nur ganz langsam. Ist härter und schwindet nicht, beziehungsweise quillt viel weniger, etc. pp. All diese vier Sachen hat er untersucht anhand von, ich glaube, nur relativ wenigen Bäumen, ehrlich gesagt. Aber er konnte jedenfalls anhand diesem einfachen Hypothesentest, den er durchgeführt hat, alles widerlegen. Also nichts davon stimmt. Natürlich brennt auch Mondholz, wenn du es vernünftig anzündest. Ne? Natürlich schwindet es auch. Natürlich wird es auch von Pilzen gefressen. Und das alles eben in einem Ausmaß, dass man da nicht von passiert gar nicht reden kann. Allerdings hat auch niemand, auch nicht der Herr Zürcher, behauptet, dass die historischen Aussagen so wirklich 1:1 in die heutige Zeit übersetzbar wären. Dann haben wir den Herrn Selling. Der hat geguckt, ob es weniger schwindet und schlechter brennt. Diese beiden Hypothesen getestet an 30 Fichten, also wieder eine sehr, sehr große Stichprobe vergleichsweise. Eine durchaus valide Arbeit. Ergebnis? Nö. Kein Einfluss feststellbar, nicht signifikant, dass da in irgendeiner Form bei den Mondholzfichten was anders wäre, als bei den möglichst zu einem schlechten Zeitpunkt gefällten Fichten. Der Herr Teischinger, ich hoffe, den spreche ich auch wieder korrekt aus,
Der hat Schwinden, Brand und Dauerhaftigkeit untersucht. Also Dauerhaftigkeit meint Pilz, ne? Etc. pp. An immerhin 12 Fichten, das ist jetzt nicht viel, aber immerhin, muss man sagen, innerhalb eben der Mondholzforschung. Ergebnis: nur Unterschiede zwischen Winter und Frühling und kein Mondeinfluss feststellbar. Ja? Also das Holz im Winter, andere Eigenschaften als das Holz, das im Frühling gefällt wird, völlig unabhängig davon, wie der Mond da gerade steht. Also da zumindest ist dieser Einfluss nicht beweisbar und nicht signifikant, wenn irgendwie tatsächlich mal irgendwo in den Daten aufgetaucht sein soll. Aber das deckt sich halt auch mit dem, was interessanterweise die ETH Zürich selber beim Kolloquium festgestellt hat, nämlich diese vier, die sind jüngeren Datums, da steht jetzt tatsächlich auch gar kein Datum dabei, das ist alles irgendwann in den 90er Jahren publiziert worden, glaube ich, ja doch. Und die haben sich zu einem Kolloquium an der ETH Zürich getroffen und haben da dann eben entsprechend über das Thema diskutiert und sind dann zum Schluss gekommen, dass man natürlich noch weiter forschen muss. Das ist immer ein dankbarer Schluss, ne? Wenn sich Wissenschaftler treffen, um über ein Thema zu streiten, das durchaus strittig ist, dann kann man am Ende alle einigermaßen freundlich und noch biertrinkend in die Kneipe gehen, wenn im Schluss, im Kolloquium, quasi im Bericht drinsteht, ja, wir sind uns noch nicht sicher, aber es gibt weiteren Forschungsbedarf. Das ist so die diplomatische Lösung. Denn wir haben ja jetzt noch den Herrn Zürcher. Das muss ich jetzt nicht noch alles anschreiben, da hocke ich mir jetzt wieder hin. So, der Herr Zürcher Ernst ist, soweit wir wissen, der einzige Wissenschaftler bisher weltweit, der sich ja für die Existenz von Mondholz ausdrücklich ausgesprochen hat, daran eben auch entsprechend geforscht hat und da auch entsprechende Ergebnisse dann vorweisen konnte. Angeguckt habe ich mir drei seiner Veröffentlichungen, die das Thema in irgendeiner Form betreffen. Es gibt noch ein kleines Paper, in dem er selbst eine seiner Veröffentlichungen zitiert. Das habe ich auch gelesen, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Und interessant wäre jetzt die eigentliche Studie, die ganz oft verlinkt wurde unter meinem ersten Mondholz-Video als untrüglicher Beweis, dass natürlich Mondholz existiert, weil auch der Herr Thoma, den hatten wir auch schon erwähnt, das ist der Mensch, der die tollen Holzhäuser baut, irgendwie darauf wohl mal verwiesen hätte, etc. pp. Und der hat halt Anhänger. Der Herr Thoma, der hat richtig Anhänger. Der hat mehr Follower als ich. So in Anführungszeichen, um das mal modern auszudrücken. Und das ist auch so zu sehen, dass diese Studie, wie gesagt, schon relativ gut gemacht ist. Interessant ist, in dem Journal, in dem die drinsteht, also dieser Zeitschrift, wo die wissenschaftlichen Arbeiten eben veröffentlicht werden nach einem Peer-Review-Verfahren, steht eine Anmerkung der Redaktion dabei, dass der entsprechende Artikel extrem kontrovers von der wissenschaftlichen Community aufgenommen worden ist. Man sich aber darauf geeinigt hat, da keine sachlichen und fachlichen Mängel im entsprechenden Studiendesign feststellbar sind, man zur Förderung des wissenschaftlichen Diskurses den Artikel trotzdem zum entsprechenden Magazin zulässt. Ich weiß nicht, in wie vielen verschiedenen Magazinen der entsprechende Artikel ausgedruckt wurde, es könnten schon mehrere sein, aber in mindestens einem steht eben diese entsprechende Anmerkung drin, damit sich der geneigte Forstwissenschaftler, der dieses Heftchen liest, nicht fragt, was, sowas druckt ihr ab, seid ihr völlig bescheuert? Ist tatsächlich so, ja? Also aus Sicht der meisten, insbesondere der deutschen Forstwissenschaftler, und das sind nicht die schlechtesten auf dem Planeten, die Schweiz hat nur relativ wenige davon, ein bisschen, ne? Ich bin ja neidisch, deswegen muss ich Schweiz-Bashing betreiben. Bashing Neudeutsch für die Schweiz ein bisschen ärgern. So ein bisschen piek, 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 piek. Bis sie irgendwann mal zurückhaut. Ich darf mich da nicht mehr sehen lassen. Und wenn doch ohne Hut, dann werde ich nicht erkannt. Wie dem auch sei. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich mache einen Schnitt. Jedenfalls hat der Herr Zürcher eben entsprechend Mondholz untersucht. So, kommen wir einfach zum Thema zurück. Und zwar gibt es drei Dinge, die ich mir angeguckt habe. Das ist einmal ein Aussaatversuch. Da hat er 6 Aussaaten à 50 Pflanzen durchgeführt. Oder? Ja. Und das jeweils bei gutem und schlechtem Mond. Also, oder waren es 3 Aussaaten bei gutem und 3 Aussaaten bei schlechtem Mond? So könnte es auch gewesen sein. Das müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Ändert nicht viel am Ergebnis. Ergebnis war Anwuchs
und Initialwuchsleistung bei den bei gutem Mond ausgebrachten Sächlichingen war besser als bei den bei schlechtem Mond ausgebrachten Sächlichingen. Es handelt sich übrigens um tropische Bäume, also nicht Fichte diesmal ausnahmsweise. Und das Ganze war auch unter tropischen Mondbedingungen. Ich glaube, dass der Einfluss des Mondes gegebenenfalls in den Tropen etwas höher sein könnte als abseits vom Äquator. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Tut auch jetzt eigentlich gar nicht so viel zur Sache. Das ist eine Studie, die hat schon auch entsprechend wieder Hand und Fuß. Interessant ist allerdings, dass sie in der weiteren Diskussion um die Existenz eines Einflusses des Mondes irgendwie kaum aufgeführt wird, weil für die Diskussion um Mond Holz als bessere Holzeigenschaften, je nach Feldzeitpunkt, spielt ja der Anwuchs eigentlich keine Rolle. Das Einzige, was, wenn wir das jetzt mehrere Leute bestätigen könnten, damit beweisbar wäre, wäre, dass der Mond einen Einfluss auf Pflanzen hat, was der Herr Zürcher ja eben in seiner in Nature publizierten Studie mit den Gezeiten und den Bäumen bereits bewiesen, fast schon bewiesen, wahrscheinlich sogar wirklich, eben entsprechend hat. Also das ist derart hieb- und stichfest. Gut. Dann gibt es gerade eben das, was ich gerade erwähnt habe, eben also diese Gezeitengeschichte da in Nature und eben den ebenfalls bereits angeteasten, oh Gott, ich muss immer Anglizismen aufhören, den bereits angesprochenen Versuch eben, bei dem er dann halt wirklich nachgewiesen hat, dass es einen Unterschied auf die Holzeigenschaften gibt. Und da hat er Folgendes gemacht, da hat er 30 Fichten genommen, daraus ganz viele Proben genommen und jeweils natürlich eben entsprechend wieder guter Zeitpunkt, schlechter Zeitpunkt und das untersucht. Und zwar, was hat er untersucht? Die Rohdichte. Holz, je nachdem wie langsam es wächst, wird mehr Holz pro Raum kompakter gebaut. Es ist dann einfach dichter. Ein Kubikzentimeter, also ein kleines Würfelchen Holz, wirklich so ungefähr in der Größe von einem Spielwürfel, wie man ihn auf dem Spielbrett eben durch die Landschaft schmeißt. Ein so ein Würfel wiegt bei Fichte, je nachdem wen man fragt, ganz grob ungefähr durchschnittlich 0,46 Gramm. Ja, pro Kubikzentimeter eben. Und der Herr Zürcher hat festgestellt, dass seine bei schlechtem Mond entnommenen Proben genau diese 0,46 Gramm pro Kubikzentimeter eben entsprechend aufweisen, durchschnittlich als Mittelwert. Und bei seinen guten Proben, die bei gutem Mond entnommen wurden, da konnte er sogar 0,51 Gramm pro Kubikzentimeter entsprechend nachweisen. Das heißt, das wäre eine Zunahme von durchschnittlich 0,06 Gramm pro Kubikzentimeter. Und das entspricht nahezu sogar ein bisschen über 10%, wenn man von den 0,46 Gramm pro Kubikzentimeter als Basiswert ausgeht. Das ist spannend. Diese Zahl, die hat er auch mehrfach publiziert in noch diversen anderen Heftchen, zumindest mindestens in einem habe ich sie gelesen, glaube ich. Ja, in einem anderen weiß ich jetzt nicht mehr. Diese Zahl an sich, wenn wir die allein betrachten, das scheint so die beste Zahl zu sein, die der Herr Zürcher liefern kann aus seinen entsprechenden Arbeiten. Die ist auch überzeugend. Wenn das wirklich der Durchschnittswert ist, der bei dieser Studie rausgekommen ist, dann liegt der über der magischen 10%-Grenze. Es ist nämlich in den Holzforschungswissenschaften üblich, dass man nur Einflüsse als relevant, also praxisrelevant ansieht, die 10% übersteigen. Ja? Also wenn du das und das tust, musst du ein mindestens 10% besseres oder schlechteres Ergebnis bekommen, um überhaupt praxisrelevant sagen zu können, es macht Sinn, dies oder das oder sel und jenes zu tun. Und in diesem Fall ist es ja die Ernte bei gutem Mond. Und das hätten wir hier. Gut, soweit so schön. Spricht für den Herrn Zürcher. Jetzt gibt es ein großes Ja. Aber das ist im Splintholz. Das ist nur im Splintholz. Zwar hat er im Kernholz, ich erkläre das gleich, einen gleichen Trend festgestellt, aber der ist viel geringer und nicht mehr praxisrelevant. So, jetzt das Splintholz und das Kernholz. So ein Baum wie die Fichte ist ein Splintholzbaum.
bedeutet, beziehungsweise ein Reifholzbaum nennt man es auch gerne, hat keinen Farbkern, hat also keinen sichtbaren inneren Kern. Eine Douglasie, da sieht man das schön, da hast du außen einen hell, ja, so einen gelblichen Streifen und in der Mitte einen sehr rötlichen Stamm. Auch bei der Lärche kann man das schön sehen, außen ein heller Streifen, in der Mitte sehr, sehr stark rötlich. Das gibt es bei vielen verschiedenen Baumarten. Bei der Eiche ist es auch so, die ist außen etwas gelblich, innen deutlich bräunlicher. Deutlich starker Farbunterschied und da kann man den Kern sehr einfach erkennen. Sieht man dann auch ebenfalls bei der Eiche schön, wer mag, kann sich mal ein paar Bilder von Eichenstämmen, Stammbildern oder ähnlichem ergoogeln. Moment, ich zeige euch mal die Fichte. Alles ein bisschen dreckig, aber hier einmal Fichte, ne? Und da sehen wir sehen kein Kernholz. Gibt es da nämlich nicht, zumindest hebt es sich nicht optisch ab. Trotzdem muss man unterscheiden hier beim Holz zwischen eben dem Splint und dem Kern, weil auch die Fichte ihren innersten Holzbereich nach und nach absterben lässt. Je dicker die wird, desto mehr ist anteilig totes Holz, abgestorbenes Holz. Und in diesem Kernholz, das nicht mehr versorgt wird von dem Baum, die Spinne runterschütteln, in diesem Kernholz können wir so gut wie gar keinen Unterschied und gar keinen, also fast keinen Einfluss des Mondes mehr wahrnehmen. Der Einfluss, der gemessen ist, ist zwar signifikant, ist aber trotzdem super, super, super gering. Und jetzt kommen wieder diese 10%, damit es ein praxisrelevanter Unterschied ist, aus der Holzforschungslehre sozusagen zum Tragen. Und das heißt, ein relevanter, praxisrelevanter Unterschied in so einer Stammscheibe jetzt beispielsweise, wenn das jetzt eine Fichte wäre, die wir bei irgendeinem besonderen Mond gefällt hätten, ich habe sie persönlich gesägt mit der Sachsensäge, also dem guten Handsägen-Ding, wo zwei Mann dran arbeiten. Jedenfalls, da hätte man in diesem Bereich hier, so zwei Finger breit, da wäre dieser signifikante Unterschied durch den Mond nach Meinung von Herrn Zürcher bzw. nach seiner Arbeit nachweisbar. Ja? Der hohe und der wichtige. Das Problem ist, das ganze andere Holz hier in der Mitte und bei einem noch dickeren Baum wäre der Unterschied noch deutlicher, da ist der Einfluss nicht praxisgerecht. Auf den gesamten Stamm gerechnet also, ist die Zahl im Splintholz vielleicht schön, aber auf den gesamten Stamm gerechnet haben wir nur winzige Unterschiede. Der Einfluss vom Mond ist also, selbst wenn er vorhanden ist, so super gering, dass damit niemals irgendwelche super tollen Holzeigenschaften, die Mondholz angeblich haben soll, erklärbar wären. Ja? So, heißt, es gibt bei einer von 7 Studien, die einen Einfluss vom Mond auf zentrale Holzeigenschaften untersuchen, gibt es eine Studie, die diese nachweist. Signifikant. Die Einflüsse sind so gering, dass sie innerhalb eben der holzforschenden Gemeinschaft als praxisirrelevant angesehen werden können. Der Nachweis, dass Holz mit den Gezeiten im Durchmesser ein wenig mitschwingt, ist ebenfalls völlig irrelevant für die Praxis. Das sind so geringe Schwankungen, das spielt überhaupt keine Rolle in irgendeiner Form. Außerdem, selbst wenn diese Schwankungen stattfinden, sagt das ja nichts darüber aus, dass das Holz, wenn man es zum entsprechenden positiven oder negativen oder was auch immer, zu welchem Zeitpunkt fällt, die zu diesem Moment gerade vorherrschende Holzeigenschaft dann irgendwie speichert. Ja? Weil wenn das Holz ja erstmal getrocknet ist, ist es ja ganz ausgetrocknet. Also wenn man sagen wir mal, wir trocknen es runter auf 12% Holzfeuchte, das ist durchaus ein üblicher Wert, dann haben wir da immer 12% Holzfeuchte drin. Es mag ja sein, dass Mondholz ein kleines bisschen schneller trocknet, aber im Endeffekt ist da auch wieder 12% Holzfeuchte drin. Und wie jetzt die Tatsache, ob als man den Baum umgeschnitten hat, viel oder wenig Wasser da drin ist im Baum, inwieweit das einen Einfluss haben soll, einen, der bleibt, der bis alle Ewigkeit die Holzeigenschaften mit beeinflusst, dafür gibt es keine logische Erklärung. Keine glaubwürdige logische Erklärung, die irgendwer anders
außer vielleicht eventuell der Herr Zürcher, der hat auch schon versucht, gewisse Verklärungsansätze zu liefern, die aber niemanden außer ihm, also innerhalb der forstwissenschaftlichen Gemeinschaft zumindest, niemanden außer ihm überzeugen konnten. Und ja, das ist der Stand zum Mondholz, der aktuelle Forschungsstand. Wenn man jetzt also meint, Mondholz, die Existenz sei bewiesen, weil es eine Studie gibt, die es nachweist, und sechs, die es nicht tun, dann ist das halt falsch. So funktioniert Wissenschaft nicht. Man kann nicht so lange warten, bis irgendwer sagt, ja, das gibt's, und in dem Moment ist es bewiesen, sondern es müssen sich alle einig sein, dass es das gibt. Es muss unabhängig eben von verschiedenen Wissenschaftlern an ganz verschiedenen Orten, gerade in der Forstwissenschaft ist das entscheidend, auf vielen verschiedenen Standorten und nach Möglichkeit, da es sich ja um ein allgemeines Phänomen handeln soll, bei vielen verschiedenen Baumarten, da muss das überall nachgewiesen werden. Und da glaubt einfach so gut wie niemand dran, dass es notwendig wäre, daran überhaupt zu forschen, weil es so abwegig ist, dass das für die Praxis irgendeine Rolle spielen könnte. Mag sein, dass da alle falsch sind und es ist tatsächlich so, dass die Chance besteht, aber wir können nur von Rationalität ausgehen bei unseren Überlegungen als Wissenschaftler. Da denkt man immer rational und ein Wunschdenken, na, dann wird schon so sein, weil mit meiner persönlichen Erfahrung deckt sich das auch. Es ist halt einfach nicht wissenschaftlich. Und wenn der Herr Thoma noch so viele tolle Häuser baut und noch so sehr drauf schwört, dass das daran liegt, dass er Mondholz verwendet, dann ist das immer noch nicht bewiesen. Ne? In keinster Weise ist das in irgendeiner Form ein wissenschaftlicher Beweis. Man kann trotzdem sein Haus vom Herrn Thoma bauen lassen. Ja, man kann auch der Meinung sein, dass der Herr Thoma unglaublich tolle Häuser baut, und das tut er ja auch. Und wenn man möchte, kann man ihm auch den Aufpreis fürs Mondholz bezahlen. Aber das ist der springende Punkt. Und deswegen regt sich der eine oder andere Kollege von mir auch wirklich sehr über diese Mondholzdebatte auf, weil sie einfach ein falsches Licht auf Holz wirft. Und da die Möglichkeit besteht, das halte ich zwar nicht für sehr wahrscheinlich, aber einer Kollege regt sich da wirklich sehr drüber auf und findet das sehr realistisch, dass die Möglichkeit besteht, dass der Ruf von Holz darunter leidet, dass es halt eben Fälle gibt, in denen jemand denkt, oh, ich kaufe Mondholz, dann ist ja alles gut, das verfault ja nie, das schwindet ja nie, das ist ja perfekt, da passiert ja was weiß ich was nicht. Und lässt es zu lange im Wald von mir aus liegen, im Glauben, dass es ja Mondholz sei und das kann man ja ruhig im Wald liegen lassen. Und dann holt das irgendwann doch ins Sägewerk und was ist es dann? Verfault ist es dann. Und dann denkt er sich, oh Gott, wenn Mondholz schon so fault, dann baue ich doch mein Gebäude lieber mit Beton. So zumindest die Argumentation von meinem entsprechenden Kollegen. Ich hoffe, ich schreibe euch noch unten hin, wie der heißt. Nur damit wir wissen, von wo wir zitieren. Ja, da ist ein bisschen was dran. Vor allen Dingen kann man, wenn man möchte, auch wenn ich wirklich nicht davon, wenn ich wirklich davon ausgehe, dass der Herr Thoma es in keinster Weise böse meint, aber man kann, wenn man jetzt möchte und ein bisschen böswillig sein will, auch einen gewissen Betrug bei jedem, der Mondholz mit einem Aufpreis verhökert und so tut, als wäre es super toll und auch auf seiner Homepage schreibt und wo auch immer schreibt, es wäre super toll, dem kann man, wenn man das will, einen gewissen Hang zum Betrug schon unterstellen, weil halt eben die Eigenschaften nicht beweisbar sind. Andererseits, in der Welt, in dem der Herr Thoma eben sein Mondholz verkauft, ist der Mann mit Sicherheit vollkommen davon überzeugt, dass er da in keinster Weise irgendjemand betrügt, sondern dem wirklich ein höheres Produkt anbietet, indem der halt Mondholz verkauft. In gewisser Weise ist ein Preis für Thoma-Holz, der deutlich über dem Durchschnitt liegt, dahingehend gerechtfertigt, dass die Erntetechnik eben entsprechend sehr schonend erfolgt, dass man mit diesen historischen Holzerntemethoden arbeitet, mit denen das Holz einfach eine bessere Qualität gewinnt. Und die sind auch teurer und insofern ist das schon irgendwo nachvollziehbar, dass dann auch der Holzpreis, der da verlangt wird, etwas teurer ist. Oder auch bei anderen Anbietern, die Mondholz eben entsprechend auf traditioneller Art und Weise der Fällung eben basierend verkaufen, ist das auch so ein bisschen nachvollziehbar. Aber nichtsdestotrotz wirbt man beim Kunden mit einer Eigenschaft, die so wissenschaftlich gesehen nicht beweisbar ist. Immer noch nicht. Ne? Und auch nicht wegen dieser einen Studie vom Herrn Zürcher. Und da ist der wesentliche springende Punkt, wo der Laie nicht weiß, wie Wissenschaft funktioniert offensichtlich. Und wo mir jede Menge Leute eben entsprechend das in die Kommentare geschrieben haben, aber guck dir doch die Studie vom Zürcher an, da steht doch, das ist voll bewiesen. Nein,
eben nicht. Ne? Weil man schon mehr braucht, als eine Studie zu lesen. Ja, das reicht nicht. Man muss sich wirklich mit dem gesamten Wissenschaftsbereich auseinandersetzen, um die eine Studie, die man gelesen hat, in den Kanon des vorhandenen Wissens zum Thema einzuordnen. Das ist sehr viel Arbeit. Das kann man eigentlich fast als Laie in vielen Bereichen gar nicht. Hier ging es jetzt noch mit nur 7 Studien, aber stellt euch mal vor, das wäre irgendwas, wo es 200 Studien zu gibt. Da hast du als Laie dann wirklich überhaupt keine Chance mehr. Das weiß dann nur noch der eine Fachprofessor, den es da irgendwo an einem Lehrstuhl irgendwo in Deutschland gibt. Oder es ist halt ein super populäres Thema, dann gibt es natürlich noch viel mehr davon. Aber manchmal ist es einfach völlig unmöglich, als Laie dazu dann was rauszufinden. Und wenn man dann einen Experten fragt, ist es auch nicht immer getan, weil der Herr Thoma ja durchaus als Experte für Holz gelten darf. Das darf er ja schon. Das ist ja nicht, erstens ist das kein geschützter Begriff und zweitens kennt er sich ja mit Holz super gut aus. Nur in der Sache mit dem Mondholz ist er auf dem Holzweg. Ha! Also meiner Meinung nach. Also deswegen ist das so schwierig. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr kann ich verstehen, dass es Leute gibt, die da eben in Anführungszeichen drauf reinfallen und eben gerne wollen, dass Mondholz existiert und dann diesen eine Studie halt eben als Beleg dafür nehmen, dass es wohl tatsächlich auch so ist. Aber es ist zu einfach. Es ist wirklich zu einfach. Die Studie war die eine. Die ist nicht sehr realistisch, dass das jetzt, weil der das da jetzt nachgewiesen hat, immer wirklich so ist. Weil die Studie hat viele, viele Schwächen. Und die muss man sich dann auch wieder angucken. Nämlich, erstens, ich hatte es ja schon ausführlich erklärt, wir haben zu zwei völlig unterschiedlichen Zeitpunkten Holzproben entnommen. Da herrscht ganz anderes Wetter, da herrschen ganz andere Rahmenbedingungen. Die Holzfeuchte im Baum ist eine ganz, ganz andere. Und das völlig unabhängig vom Mond. Selbst wenn der Mond einen Einfluss hat, Wetter hat einen größeren. Boden hat einen größeren. Die Vorhandenheit des Wassers im Boden hat einen größeren. Die Witterung über die letzten Wochen hat einen viel größeren Einfluss als der Mond, nach dem, was der Herr Thoma eben entsprechend nachweist. Und so weiter und so weiter. Mehr Rehe, die in den Wald geschissen haben, eventuell hat noch der Förster hinter den Baum gemacht. Das ist alles potenziell vorstellbar. Das alles spielt eine Rolle. Ja? Die Bäume sind außerdem nicht alle gleich. Auch da wieder ein enormer Unsicherheitsfaktor, den wir immer haben in jeder forstwissenschaftlichen Untersuchung, die draußen im Wald stattfindet. Und das Einzige, wie man das ausbügeln kann, und erst wenn das passiert ist, spricht man von gesicherten Ergebnissen, ist noch mehr Studien. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Auf vielen verschiedenen Orten, über eine große, große Fläche verteilt. Am besten über ganz Mitteleuropa. Gut gemacht haben das Pretsch und Spellmann, die eine tolle Studie gemacht haben, die eben wirklich über ganz Mitteleuropa ging, die einen Haufen Geld gekostet hat, um nachzuweisen, dass Fichte im Buchenbestand, also eine einzelne Fichte bei vielen Buchen oder eine einzelne Buche in vielen Fichten, das jeweilige Bestandeswachstum erhöht. Dafür musste man wirklich einen enormen Aufwand machen. Dass das vermutlich so ist, wusste man lange. Und es gab auch wenig Leute, die da protestiert haben und die das nicht so gesehen haben. Es gab ein paar, aber nicht so viele. Und erst nach wirklich ganz vielen Stichproben, die zwar alle statistisch abgesichert waren, aber einfach als einzelne Untersuchung nicht gereicht haben, konnte man sich dann darauf einigen, dass das wohl tatsächlich so ist und inzwischen ist es relativ hieb- und stichfest aufgrund der enormen Fläche an Probeorten, wo man das durchgeführt hat. Ja? Und das ist halt, da sind wir beim Mondholz noch weit, weit, weit davon entfernt. Und ja, es besteht auch die Möglichkeit, dass man eine Existenz von Mondholz nachweist, wenn man das überall eben entsprechend untersucht. Und wenn dann überall ähnliche Werte wie beim Herrn Zürcher rauskommen, dann gibt es Mondholz. Aber auch dann bleibt es dabei, dass Mondholz aufgrund dessen, dass es so viele Versuche gibt, die bei kleiner Stichprobe keinerlei Signifikanz feststellen, bleibt die Chance, dass Mondholz, wenn dann überhaupt nur ein akademisch interessantes Phänomen ist, bleibt extrem hoch. Dass das wirklich messbare, erfahrbare Eigenschaften aufs Holz hat, super unwahrscheinlich. Noch ein Argument übrigens für die, die gerne mit altem Holz argumentieren. Ja, aber das alte Holz ist doch viel besser als das neue. Wenn man damals überzeugt war, dass es Mondholz gibt und dafür Belege existiert haben sollten, außer dass man es einfach geglaubt hat, weil man wollte, dann müssen die Unterschiede, die damals vorgeherrscht haben im Holz, zwischen gutem Mondzeitpunkt und schlechtem Mondzeitpunkt, ja damals
enorm hoch gewesen sein. Ja, es muss ja wirklich ein so krasser Unterschied wie brennt gar nicht und brennt gewesen sein, damit man es mit der damaligen nicht vorhandenen Messtechnik mit bloßem Auge trotzdem wirklich erfahren konnte, wie riesig dieser Unterschied zwischen Mondholz und Nicht-Mondholz ist. Und diese Unterschiede müssten dann auch heute noch da sein. Weil wenn man sie damals schon mit bloßem Auge erkennen konnte, dann muss es heute mit Mikrometer-Messtechnik wirklich auch möglich sein. Und das ist es nicht. Und das macht es aus meiner Sicht so unwahrscheinlich, dass da was dran sein kann an den großen Unterschieden durch Mondholz. So, ja. So funktioniert im Übrigen dann auch wissenschaftliche Forschung. Und damit haben wir, glaube ich, zwei Fliegen mit einer Klappe ziemlich heftig totgeprügelt in Anbetracht der Länge dieses Videos. Und können jetzt gemütlich uns wieder wichtigeren Dingen des Lebens zuwenden als das liebe Mondholz. Wer jetzt trotzdem dran glauben möchte, macht doch, aber das ist nicht rational. Ganz einfach. Na? Wie ich es eingangs schon in einem viel zu langen Eingangsmonolog dargelegt habe. Kann man schon machen, nur rational ist es halt nicht. Man muss ja auch nicht immer rational sein, das habe ich auch gar nicht behauptet. So, wenn ich aber sage, Mondholz gibt's nicht, dann ist das eine wissenschaftliche Aussage. Dann ist das nicht entgegen der Wissenschaft, weil es ja dazu eine Studie gibt, sondern wenn man sich alle Studien anguckt, bleibt es dabei, Mondholz gibt's nicht, vermutlich. Ja? Also viel zu unsicher der eine Nachweis, der da eben entsprechend erfolgt ist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und an dieser Stelle ist es, glaube ich, angemessen. Lasst euch nicht betüxen. Tschüss.